Stimmt, wir fangen mit einem neuen Kapitel an. Stimmt, wir haben das letztes Mal ja abgeschlossen. Ganz kurz, herzlich willkommen auf YouTube. Ich sag gleich nochmal ganz kurz was zu dem Bildchen unten links. Okay. Das verzerrte Gesicht im Spiegel. Die schwindelerregende Musik, die in der Rogatz-Anstalt gespielt wird. Was sind das für Behandlungsmethoden, die dort angewandt wurden? Wieso wurden die Patienten zu Geistern und wandern seitdem in der Anstalt umher? Zweifel und Fragen erwachten in Ruka, als sie schließlich einen ihr bekannten Raum erreicht. Ihr Krankenzimmer aus längst vergangenen Tagen. Moment. Moment. Warum? Warum sie? Verdammt. So ein Mist. Warte mal kurz. Ich will mir das wahrscheinlich als Cover nehmen. Eventuell. Mal gucken. Deswegen musste mal kurz das Bild weichen. Mondlied. Ruka und Minazuki spielen wir schon wieder. Die haben wir doch vorhin erst gespielt. Nee, Alter. Das Kapitel davor war ja Misaki. Oh nö, warum denn sie schon wieder? Nein. Nicht sie again. Das war mein Zimmer. Toll! Ah, warum sie? Ich hab gehofft, wir spielen. Ich hab mich auf den Polizisten gefreut. Nein! Sind wir schon wieder sie? Ich wollte mich übrigens heute noch mal ein bisschen umgucken, ne, in der Anstalt. Also ich weiß nicht, ob wir ihr Kapitel jetzt heute schaffen, weil mir fehlen nämlich dann letztes Mal nämlich auf. Halt, das ist das Falsche. Nein, raus. Wo war das hier? Unten rechts. Müsste man jetzt sehen, so. Da ist eine Puppe angezeigt und da steht Puppe, so, da steht mal 18. Das heißt, hier sind noch 18 Puppen. The question is, wo genau sind die da? Also die werden hier, ich weiß nicht, ob die auf der Geisterliste irgendwie hier mit angezeigt werden. Nee, hier werden die nicht, das hatten wir schon. Aber da werden uns angezeigt, es gibt ja noch 18 Puppen, die wir finden müssen. Oder können. Das heißt, wir laufen hier nochmal ein bisschen umher und suchen nochmal ein bisschen Hüppchen, okay? Das machen wir einfach. Und ich habe auch Süßigkeiten hier. Süßigkeiten. So. Jetzt kann ich Sachen in die Kamera halten. Yeah! So, falls noch mal aufgefallen ist, ich habe übrigens meine süßen Öhrchen. So. Die ich wirklich habe, seht ihr mal. Hab ich wirklich. Soll eine Bohne essen jetzt? Okay. Okay, guck mal, ich gleich eine Bohne esse. Dabei geht es um Birdiebots-Bohnen. Wer Harry Potter kennt, weiß, die haben die widerlichsten Geschmäcker mitunter. Ich nehme jetzt einen raus, ja? Ich zeige sie euch. Es ist so Hausfarbe Orange. Was könnte es sein? Es könnte wahrscheinlich. Cotton Candy sein. Eventuell. Hier. Steht auf Japanisch drauf hier. Warte. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht lesen. Vielleicht kann es ja eine oder andere sogar lesen. Egal. Die essen wir jetzt. Ich zeig's nochmal. Das ist die hier, ne? Cotton Candy. Schwein gehabt. Das ist Cotton Candy. Ja! Cotton Candy. Juhu! Schmeckt wenigstens. Okay. Also hinterher erst gucken. Oh, sorry. Ich hätte trotzdem gegessen. Um euch zu zeigen, wie mein Gesicht sich verzerrt. So. Okay. Moment. Ich wollte nämlich mal ganz kurz noch für YouTube sowieso noch kurz etwas erklären, ne? Und zwar, ihr seht bei mir hier kein Bild von mir. Also, ja, ist aber lustiger, wenn es. Okay, gut, ja, okay. Oh, hier wollte ich nicht raufgehen. Ja, okay, beim nächsten Mal lese ich hinterher, was es ist. Ich wollte es auch an YouTube erstmal erklären. So, und zwar, seht ihr bei mir unten links nur ein kleines Bildchen, mein Avatar, den ich auch als Icon auf YouTube habe. Weil die Facecam, die ist definitiv Twitch-only. Also, wenn ihr mich wirklich mal mit Facecam spielen wollen seht, dann müsstet ihr mal in einem Livestream vorbeischauen. Ich werde das auf YouTube, wie man sehen kann, mit einem Bildchen überdeckt haben. So, weil irgendwo muss ich ja das ein bisschen special halten. Deswegen, das ist auf jeden Fall Twitch-only. Okay, wir haben die Bohne gegessen. Ich esse noch einen Bonbon hinterher. Ich sollte mir die aufheben. Die kann ich eventuell noch brauchen. Und dann gucken wir uns auch ein bisschen jetzt um. Ich wollte mal gucken, wie ist das eigentlich hier mit unserer Cam? Die ist noch ganz schön scheiße, oh mein Gott. Oh, wir können das aber was verbessern, ne? Aber, wow, wir müssen blaue Geiststeine finden. Suchen vor allen Dingen. Wir müssen mal Geiststeine suchen erstmal.
Knie was verbessern, was schmettern, ja, langsam ist, dass ich das wirklich verbessert habe. Ich mag das Objektiv gar nicht. Durchstoßen, die Stärke der Aufnahmezeit nimmt kurzzeitig zu. Das könnten wir ein bisschen verbessern. Wir könnten das aber auch voll machen. Was machen wir denn? Machen wir das jetzt voll? Oder mach was ich will. Ich glaube, wir machen erstmal das hier, oder? Durchstoßen ein bisschen weit besser. Weil das nur 15 kostet. Machen. So. Okay. So, dann werden wir jetzt erstmal nochmal abhauen. Da kann man übrigens was finden. Guck mal, da liegt ja was. Direkt nochmal 5 rote Geiststeine gefunden. Danke. Oh, Puppe. Ist da eine Puppe? Habe ich die letztes Mal schon gesehen? Offenbar habe ich sie schon gesehen. Verdammt. Okay. Habe ich die jetzt schon gesehen? Wir waren doch hier. Ach doch, wir waren mit der Misaki hier. Stimmt, wir waren mit der Misaki ja hier gewesen. Okay, wir haben jetzt tatsächlich nochmal eine rote Geiststeine bekommen, ne? Voll geil. Jetzt haben wir schon wieder 15. Wir könnten schon wieder was verbessern. Aber das mag ich ja nicht, das Objektiv. Das heißt, wir sammeln mal noch 5. Und dann können wir nämlich das andere Objektiv vervollständigen. So, wir gehen aber noch nicht bei uns rein. Ich will erst hier lang. Gucken, ob wir noch mal irgendwo was anderes finden können. Dann können wir uns auch noch mal umziehen. Weil wir uns jetzt ja immer irgendwie umziehen. Einmal pro Kapitel. Dass wir ein bisschen Abwechslung in die Garderobe bringen. Machen wir jetzt auch. So. Ziehen jetzt einfach einmal um. Könnten wir einfach wieder Alltagskleidung anziehen? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn gerade? Wir haben gerade den hier, ne? Der ist auch hübsch. Die Brille haben wir noch gar nicht. Lull, wir könnten ja die Brille auch. Komm, die Brille, oder? Wir können zwar die Punkte wahrscheinlich sehr gut brauchen. Ich gucke da gleich nochmal. Aber. Warte. Wir machen jetzt Katzenohren. So, wir machen jetzt Katzenohren. Klamottenmäßig. Ja, was machen wir denn klamottenmäßig? Wir haben gerade den Badeanzug an. Das Kleid hatten wir schon mal. Die Nachtwäsche. Haben wir die Nachtwäsche schon mal angehabt? Ich glaube noch nicht so richtig, oder? Komm, Nachtwäsche. So. Machen wir das. Und heute haben wir halt mit Katzenohren. So. Dann wollte ich hier noch bei Eintauschen eben mal gucken. Wir haben 10-mal. Ich würde dann noch ein paar holen, glaube ich. Wir können das jetzt auch holen. Ach, krass. Und sogar Weihwasser können wir uns jetzt auch holen. Oha. Wir sind wirklich weit im Spiel vorangeschritten, glaube ich. Oh, krass. Okay, aber wir haben hiervon übelst viele, ne? Ich würde hiervon noch ein paar holen. Auf jeden Fall. Wir können ja immer nur immer 5. Das müsste funktionieren. Hat's auch. Perfekt. Haben wir 15 erstmal. Das ist, glaube ich, erstmal gut. So, lassen wir es. Dann speichern wir einmal. Okay. Sind wir in Nachtwäsche unterwegs. Ich wollte nochmal überall langlaufen, tatsächlich. Wie gesagt, einfach nur nochmal gucken. Können wir da rein? Nochmal gucken, ob wir irgendwo irgendwie Puppen oder so noch finden können. Meistens wird es ja angezeigt, wenn wir. Also mit dem roten halt, ne? Ah, mit dem roten Quatsch. Ich meine mit dem. Es gibt auch so eine blaue Anzeige, die manchmal unten rechts aufleuchtet. Was? War hier gerade? Ist hier was aufgetaucht? Ist hier nicht gerade was aufgetaucht? Die Puppe haben wir auch schon gehabt. Da ist was aufgetaucht, guck mal. Okay. Oh, Glück gehabt. Sonst sich erwischt. Die erschreckt mich trotzdem. 5 Geiststeine. Geil. Oh, die erschreckt mich trotzdem mal diese widerliche Hand. Wenn er mal kommt, ey. So, warte. Dann können wir nämlich die Kamera jetzt. Hier, das vervollständigen. Let's go, komplett. Nice, guck mal. Cool, da haben wir das erste Objektiv komplett. Was haben wir übrigens gerade ausgerüstet? Das ist langsam. Das ist ein. Ich mach mal Schmetterobjektiv rein, ne? So.
Oh, warte, warte, warte. Da, okay, wir haben den 07-Typ drin. Das ist in Ordnung. Ja, hier ist es super eklig drin irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Guck mal, das ist übrigens die Puppe, ne? Die da einfach fotografiert wurde. Hier ist aber sonst, glaube ich, tatsächlich wirklich nichts weiter drin. Na gut. Wir haben aber zumindest schon mal rote Geißsteine gefunden. Das ist schon mal gut. Also tatsächlich gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Raus hier, ey, das ist so gruselig da drin. Warte, wir waren noch wo nicht drin. Moment. Wir können doch noch dahinter laufen. Warte, hier ist doch so ein Vorhang noch. Da können wir nochmal gucken. Nur nochmal gucken, ob hier auch irgendwie was rumliegt. Aber wahrscheinlich nicht. Na gut, okay. Handschuhe mit Touch-Funktion gibt es doch. Gibt es übelst viele. Kriegst du in Japan zum Beispiel auch schon im 100-Yen-Shop. Also gibt's das bei Teddy oder hier im 1-Euro-Shop bestimmt auch schon. Na gut, du hast keine, dann... Ich habe mir zum Beispiel in Japan welche gekauft gehabt, im 100-Yen-Store. So. Was? Ich meine, was? Handschuh jetzt draußen ausziehen... um zu schreiben. Okay. Morgenkaffee! Was? Alles gut, benutzt den Schwamm halt. Ich mag den Schwamm und ich finde ihn irgendwie... Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. So. Ich guck nochmal hier rein, ne? Ach nee, das war ja hier. Warte, hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte nochmal runter. Ja, Katzenöhrchen, ne? Oh. Die Kamera. Moment. Ein Moment. Die Kamera ist stehen geblieben. Ich grinse jetzt gerade unaufhörlich. Warte mal. Warte, warte. Da, 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 da. Hä? Cool. Warte. Okay, warte, jetzt ist er aus. Jetzt geht sie hoffentlich bald gleich wieder an. Ach komm, das ist ja nervig. Grinsi grins, ja. Hm. Jetzt hat die Kamera gecrashed, tut mir leid. Jetzt ja, aber habt ihr nur noch einen Mond. Hä? Das ist ja doof. Warum hast du jetzt die Kamera gecrashed? Oh, das ist ja doof. Warte mal. Ich muss auch kurz im Spiel Pause machen. Punkte voll vergessen. Muss ich mal gucken, ob ich die Kamera zum Laufen kriege. Cool! Technik, ne? Ich und Technik. Ich muss mir übrigens endlich mal einen neuen PC kaufen, ey. Das ist ganz, ganz schlimm. Okay, wie kriege ich die jetzt wieder zum Laufen? Ist einfach ausgegangen. So. Ich steck den nochmal ein. Ist die Kamera gecrashed? Warte mal. Was hat er jetzt hier? Hier nicht wechseln. Steckt er die jetzt rein? Geht gleich weiter, sobald ich die Kamera wieder zum Laufen gekriegt habe. Ohne Kamera können wir heute nicht spielen. Das geht nicht. Wie, du siehst gar kein Bild mehr? Siehst du gar kein Bild mehr, Kego? Das ist aber weird. Dann kann das nur bei dir sein. So. So, jetzt ist die Kamera wieder da. Da ist sie wieder. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger passieren, dass die mal crasht. Aber ist dann halt so. Ja, richtig. Ich war kurz weg, weil die Kamera gecrasht ist. Das ist eine super, super tolle Kamera, aber ja. Genau, da bin ich wieder. Und ich wollte mich zeigen, hier, ja, ich habe Katzenöhrchen. Genau. Okay. Dann können wir jetzt weitermachen.
Mal gucken, wann sie das nächste Mal quetscht. Den muss ich jetzt öfter mal raufgucken. So, ich wollte hier runterlaufen. Vielleicht war das zu viel. Ich glaube, die Kamera hasst es, wenn ich grinse. Ich werde ab sofort nicht mehr reingrinsen in die Kamera. Die mag mein Grinsen einfach nicht. Ich hab's verstanden. Ach, hier kommen wir ja nicht raus. So. Dann müssen wir hier runterfahren. Okay, hier rein. Warte, ich möchte hier rein. Nach unten möchte ich. Wir können. Wir müssen ja uns über sowieso mal angucken. Eventuell müssen wir nochmal gegen diesen nervigen, blöden, kleinen Jungen kämpfen. Ich hasse ihn so. Der übelste Horror wäre übrigens, wenn hier jetzt ein Geist auftaucht. Das wäre so ungeil vom Game. Ohne Mist. Das wäre wirklich cool. Okay. Und ich wundere mich, ich futter hinten wieder Bonbons, ne? Ja. Tutti Frutti. So. Da können wir nicht rein. Weil der Gang versteckt ist. Ja, die auffällige Stelle rührt sich nicht. Auch wenn man dagegen drückt. Ja, ja. Die wird sich von hier auch nicht rühren. Was? Ich hasse Kinder? Warum? Ach so, du meinst wegen diesem nervigen kleinen Erzjungen. Nein, das ist aber ein Geist, das ist was anderes. Der kleine nervige Erzjunge ist ja ein Geist. Den mag ich wirklich nicht, der nervt mich total. So. Jetzt gucken. Nothing. Ach so, hier brauchen wir gar nicht rausgehen. Hier war ja nichts, ne? Könnten zwar nochmal langlaufen, aber... War hier nicht ein... Doch da, ne? In die Richtung eigentlich irgendwie. Warte mal. So, jetzt muss ich wieder ins Spiel reingehen. Drecksberg ist Drecksberg. Egal, ob Geist oder kein Lebend. Ja, der Automat, ne? Ja, gut. Es gibt auch wirklich nervige... Es gibt aber auch Real-Life-Kinder. Sehr nervige Kinder. Das ist halt so. So, aber warum das hier hin? Ist in die Richtung irgendwo eine Puppe? Vielleicht. Also... Da müssen wir noch mal raus, glaube ich. Müssen wir noch mal rauslaufen. Ich weiß gerade gar nicht. Alter, zeigt es uns nicht an, wo die Puppen sind. Das nervt mich total. Wozu habe ich das blöde Ding gekauft? Eingelöst, wenn es uns nicht anzeigen kann, wo die Puppen sind. Keine Ahnung, wo die sind. Soll ich das denn wissen? Sind wir wieder hier? Das ist immer noch widerwärtig, ne? Und überall diese Geräusche. Das ist auch... Ah, nee. Einfach uncool. So. Da war jetzt halt, als die Kamera weg war, ne? Das war einfach jetzt nur der Mond, der noch zu sehen war. Und ihr habt alle reingeschaut. Außer auf YouTube, weil da ist sowieso die ganze Zeit ein Bild drin. Haben wir die Puppe hier drin eigentlich schon gefunden? Auf die Gefahren, dass da gleich wieder die Geisterlady auftaucht. Die olle Nurse. Ich weiß nicht, ob wir die Puppe hier schon gefunden haben. Da kommt man nicht rein. Wir könnten aber auch einfach gucken. Ist ja auch eine Idee. Wir könnten auch einfach gucken. Nein, das war da, das war auch in irgendeinem Schrank. Wo
War die in der Eingangshalle, war die im Abstellraum? Okay. Haben wir noch eine gefunden? Schreibtisch, Blumentopf, in der Uhr. Ah, das war die. Auf dem Regal. Stimmt, die hat man schon gefunden. Okay. Ach, da steht, dass wir schon 18 haben. Ach so, das ist das. Ach, okay. Eine Abstellkammer. Ich habe keine Ahnung, was alles ist. Ey, es ist so... Manu, ich habe gedacht... Egal, wir gucken uns trotzdem nochmal um. Vielleicht finden wir ja doch nochmal... Ist das eine Puppe da hinten? Das ist keine Puppe. Nochmal irgendwas, was wir mitnehmen können. Das wäre auch gut. Ich muss jetzt mal gerade ganz kurz gucken, was haben wir eigentlich an Items überhaupt? Wir haben den Spiegelstein. Okay, also müssen wir nicht nochmal zur Eierkunstzimmer. Sonst müssen wir am Ende nochmal gegen die kämpfen. Das würde ich gerne vermeiden. Wir haben sehr oft schon gegen die gekämpft. Irgendwann reicht's. So. Ob hier oben irgendwo eine ist? Oh, wie hier einfach auch dann die Geister auf einmal da waren, ne? Das war so uncool. Aber einfach so. Das war sehr, sehr uncool. So, da können wir nicht rein. Wir können aber bei der Madokans Zimmer. Aber da brauchen wir keine Puppe mehr. Aber da können wir gucken, ob wir was aufnehmen können. Aber hier ist nichts weiter. Oh, die Geräusche ständig. Das kotzt mich so an. Oder es kotzt mich eher nicht an. Das macht mich fertig. So. Wir haben auch übrigens immer noch bisher nur einen Spuk gefunden, ne? Hier laufen wir jetzt nicht mehr rein bei dem Jungen. Und bei ihr brauchen wir eigentlich auch nicht mehr rein, okay. Gut, dann gehen wir nochmal ins Erste. Gucken uns da nochmal ganz kurz um. Da ist wahrscheinlich auch nichts mehr, aber... Weil wir sind ja letztes Mal mit der Misaki nochmal überall rumgelaufen. Und hatten ja auch nichts... Doch, da haben wir alles gefunden, deswegen. Da hatten wir alles weggefunden. Okay. Warte, hier nochmal einmal. Wir können hier nochmal rein. Fällt mir gerade auf. Hatten wir hier eigentlich auch eine Puppe gefunden? Die war hier drin, oder? Ja, die hatten wir hier gefunden, stimmt. Das war die Abstellkammer. Was ist mit dir? Die Puppe hatte sich bewegt, ich weiß es genau. Okay, aber sonst ist hier tatsächlich nichts weiter. Ja. Können wir hier auch wieder rausgehen? Huch, hallo? Bitte nicht invertieren spielen. Noch mal kurz überall gucken. Nein, wahrscheinlich finden wir wirklich nichts mehr. Raus wollte ich noch mal kurz. Das war eventuell aber nur der komische Stein, ne? Dieser eine Stein, wovon wir zum Leben erweckt werden, wenn wir sterben. Warte. Hier, ne? Das ist, glaube ich, nur der Stein, der hier oben. Ja, das ist, glaube ich, nur der hier. Ja, den würde ich mal aufnehmen können. Okay, dann war das tatsächlich, glaube ich, nur das, ne? Zumindest sehe ich ja auch nichts an
Wird hier sonst nichts anderes angezeigt? Huch, warum bleibst du stehen? Mach jetzt keine Macken-Controller, bitte. Okay? Das wäre uncool. Huch, hier lang? Ah. Ach, war ein bisschen teurer, das Spiel. Okay. Naja. Ja, auch wieder eine ganz andere Art, ne? Wollte nur hier mal gucken, ob ich hier vielleicht eine Puppe ist. Aber irgendwie auch nicht. Hier ist irgendwie, da muss man eine Puppe. Und warum ist das hier so, als wenn hier Wasser überall so, ne? Ganz komisch. Die Leute können heute kein Auto fahren. Ja, offenbar. Was soll man da machen? Hm? Was war das Gruselige hier? Hä? Wieso ist denn da jetzt ein Loch auf dem Boden? War das vorher schon da? Oh Gott, da will ich nicht rein. Da, oh, kann man da, da können wir was finden. Oh. Okay. Sprengobjektiv. Oh, ein neues Objektiv erhalten. Verbraucht. Das verbraucht alle Geistpunkte für maximalen Schaden. Wow, das ist cool, aber nö. Das ist eigentlich echt cool, aber das Problem ist mit den Geistpunkten. Da ist ja der Score gemeint. Oder? Denke ich jetzt mal. Ist ja doof, wenn die alle weg sind. Die könnten wir vielleicht für den, aber für den allerletzten Endboss vielleicht verwenden, ne? Also ich muss sie dafür, was ich gefunden habe, okay. Oh nee, ich habe jetzt gerade eine Süßigkeit im Mund. Okay, für eine Bohne. Warte. Okay. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie weiß, grün, seltsam aus. Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott. Mal gucken. Okay, bisschen weird, warte mal. Ja, aber keine Ahnung. Hm, Pfeffer oder was? Ich glaube, das ist Pfeffer oder so. Boah. Alter. Ich glaube, das ist Pfeffer. Das ist ein Pfefferkorn. Ich werde mal noch ein Truppi Frutti hinterher essen. Applaus. So. Boah, das war schlimm. Was soll ich sagen? Wir können. Das hier. Ich weiß ja nicht, wann der allerletzte Endboss kommt, ne? Aber das dann eventuell einfach ausrüsten. Und dann einfach alle Geistpunkte, die wir dann bis dato gesammelt haben, an die verbrauchen. Das machen wir. Aber vorher müssen wir hier noch maximale Kraft irgendwie. Wir brauchen noch blaue Geiststeine. Da liegt noch was rum. Wow. Habe ich nicht gerade gesagt, ich wollte gerne blaue Geiststeine haben? Vielen Dank, Spiel. 30. Guck mal, wir können jetzt maximale Kraft. Cool. Okay, nice. Let's go. Gleich mal ein bisschen Kraft reinballern. Das ist ja cool. Natürlich brauchen wir jetzt aber übelst viel, ne? 50. Also, gut, das macht schon Sinn, dass das Spiel uns jetzt ständig mit haufenweise so viel, so vielen auch beschenkt. Wollt ihr nochmal gucken? Ich glaube nämlich. Dachte ich mir doch. Irgendwie hatte ich. Haben wir die schon gehabt? Oh, hatten wir noch nicht. Hängt eine Puppe oben rum. Dachte ich mir doch, dass ich da was irgendwie gesehen hätte. Haben wir 19 Stück.
So, warte. Dieses Mal gab es übrigens kein Goodie zum Spiel dazu. Naja. Muss ja nicht, kann ja nicht immer ein Goodie dazu geben, ne? Genau, Fotos. Wollte ich hier wieder was lösen? Und wir haben jetzt 19. Eine neue Puppy gefunden. Yippie. Wenigstens musste ich nicht mehr so viel bezahlen. Ja, aber das ist halt das Gute, wenn man davor bestellt, dass man dann eben nur noch den Rest, den man schon bei der als Anzahlung quasi gegeben hat, ne, bezahlen muss. Das ist schon cool, ja. Da liegt noch was. Oh, was? Oh, hat mich jetzt erschrocken. Jetzt hat mich die Mi-Shop so erschrocken, Alter. 15 rote Geiststeine. 15 ist echt viel. Ich mag dieses Objektiv halt nicht. Geister kurzzeitig träge, aber bringt uns das was? Ich weiß, ich heb dir noch auf. Dann war oben 100 pro auch irgendwas, aber das hat er uns nicht angezeigt. Sonst glaube ich nichts weiter. Dann laufe ich jetzt auch noch mal hier lang. Ich schaffe unbeabsichtigt das, was das Denne die ganze Zeit versucht hat. Ja, aber das Problem ist halt, dass die Denne das unbedingt gerade bei einem Spiel versucht hat, was nicht bei weitem so leise ist wie das hier. Und hier ist einfach die ganze Atmosphäre eine komplett andere halt. Das ist es halt, weißt du? So. Bei dem Spiel bin ich halt einfach weitaus schreckhafter als jetzt bei, BATIM ist. So. Bei den anderen hast du mich auch schon erschrocken. Ja, aber ich glaube nicht damit. Und wenn, dann war es nur ein bisschen, wie gesagt, das ist halt einfach schon eine ganz andere Nummer, das Game hier generell. Deswegen. So. Wir könnten hier auch nochmal langlaufen. Waren wir da schon drin? Nee, nee. Da gibt es, glaube ich, eh nicht. Wir könnten aber eventuell was finden, wer weiß. Wir wissen ja nicht, ob wir noch mal was finden. Aber ich glaube es eigentlich eher nicht, dass hier noch mal irgendwas liegt. Was wir machen könnten, in das abgeschottete Separé noch mal gucken. Halt nochmal, aber hier ist halt auch nichts. Na gut, dann laufen wir mal. Gehen wir mal in unser Zimmer. Wir sind auch schrecklich. Wir sind mitten in der Nacht hier unterwegs, ne? In unserem Schlafpyjama. Ganz, ganz schlimm. Dabei müssen wir doch im Bett liegen. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder ins Bett. Nein, in unser Zimmer, so. Okay. Okay. So. Doch, wir mussten hier weiter. Warte, ich wollte nochmal speichern. Zumindest haben wir wieder... wir haben eine Puppe gefunden. Und wieder ein paar Geiststeine. Das war sehr cool. Es lohnt sich also wirklich mal ein bisschen durch die Gegend hier rumzuschlawenzeln, sage ich jetzt mal.
um einfach Stuff zu finden. Natürlich ist abgeschlossen. Ah, 5 Priesterinnen. Was auf den Fotos zu sehen. Okay. Alter, was? Typ. Fotografieren. Mann betritt Galerie. Okay. Oh, Alter. Na, ist auch zu. Okay. Wer war das jetzt? Was war das jetzt für ein Geistchen? Ein liebes Geistchen? Gucken wir doch gleich mal. Warte mal, das ist doch ein Wandergeistchen. Sein lieber Geist, bitte, bitte. Das sei keiner, der uns angreift. Ja. Hä? Oh, warte. Nee, warte. Hä? Ich will. Wie ging das nochmal? So. Der selbsternannte. Was? Der selbsternannten. Ah, hat einen Namen. Aber der selbsternannte Maler wahrscheinlich. Der selbsternannte Maler Yuko Magaki. Paradoxerweise war die von seinem Wahn erfüllte Galerie vielleicht der einzige Ort, an dem er zur Ruhe kam. Okay, cool. Wir dürfen also gegen ihn wahrscheinlich später noch kämpfen. Super. Ich freue mich nicht. Kam der gerade aus dem Zimmer unserer Freundin hier? Oh, dürfen wir reingehen? Liegt doch was auf dem Boden. Drei Geiststeine. Oh, Alter, was? Okay. Alter, dieses widerliche Radio. In der Schachtel unter dem... In der Schachtel? Gibt's ein... Unter was? In was für eine Schachtel? Unter was? Meinst du die Schachtel? Da kommt übrigens kein Popkopf mehr dran. Die Schachtel mit den Keukarpfen drauf? Meinst du die? Ist das unter Aufzeichnung? Stimmt, oder? Stimmt. Der Schrank ist offen. Oh, ekelhaft. Die Schachtel ist wahrscheinlich nicht gemeint. Hier irgendeine Schachtel? Hier ist ein Kleidchen. Hübsch. Sollen wir das anziehen? Okay. Hier sind hübsche Kleidchen. Puppe! Oh, ekelhafte Puppe. Können wir die fotografieren? Können wir sie nicht fotografieren? Ist das eine andere Puppe?
Ein Schrank voller Frauen- und Kinderkleidung. Der Korb enthält unter anderem alte Puppen, Spielsachen und Hüte. Okay. Ich dachte, wir können irgendwie... Also eine andere Puppe. Keine so eine verfluchte. Hab ich schon wieder fertig, das Spiel. Hey, da ist eine Puppe. Ist das so eine... Das ist eine Fotografie. Cool, sie haben eine Puppe gefunden. Und irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem... In irgendeiner Schachtel unter irgendetwas ist irgendetwas versteckt. Keine Ahnung. Wir haben schon 20 Puppen. Ah, wir können hier auch rein, okay. Natürlich können wir nicht rein. Okay, was ist hier? Ah! Okay, warte. Da unten liegt was. Hab ich doch gesehen. Drei Geiststeine. Sehr schön. Warte. Geh mal bitte hinter den Zeug vor da. Die Kamera war gerade nicht. Die Spielcam war gerade einfach mal hinter dem Vorhang. Warte mal, ich wollte mal gerade gucken, ob wir schon wieder was verbessern können. Wir haben da nur eine 8, verdammt. War ein ekelhaftes Geräusch. So, verschmierte Gesichter. Okay, warte mal, die Gesichter auf dem Bild sind verschwommen und verzerrt. Was, da ist ja was heruntergefallen, das hinter dem Bild war. Erntemondschlüssel. Das in den Anhänger des Schlüssels ist ein Suzuki-Grasmuster geschnitzt. Hübsch aus. Auf der Rückseite des Schilds steht Zimmer 308, blasser Mond. Zu unserem Zimmer jetzt? Ah, das ist der Schlüssel zu unserem Zimmer. Okay. Okay, ich wollte ihn gerade fotografieren, ging offenbar nicht. Oh! Okay, da war er schon wieder, der Magaki-Typ. Glaube ich, hat er geheißen. Warte, ich muss kurz mal gucken, ob hier oben wieder irgendwo eine Puppe rumhängt. Offenbar nicht. Ach, guck mal, hier sind ja Fenster oben, das ist ja cool. Sieht schon cool aus. Oh, Alter! Komm schon, Junge, was bei dir? Ja? Wir fotografieren dich jetzt. Hä? Der hat das nicht genommen. Was? Die haben den doch fotografiert. Das war blau. Also manchmal finde ich das Spiel echt ungerecht. Ich habe den genau fotografiert, als das um ihn herum blau war. Mano. Auf dem Boden ist ein schauriges Bild gemalt. Eine Frau in Rot mit verzerrtem Gesicht ist umringt von Menschen.
Da hat mich jetzt erschrocken. Irgendwo ist hier was, ne? Sonst mal umgucken. Da liegt was rum. Ist hier irgendwo noch eine Puppe, zufälligerweise versteckt. Wir sind alle schaurig. Der hat sehr viel gemalt, ne? Notizen von Yuko Magaki 1. Die Visionen führen meinen Pinsel. Schwarz und still. Ich bin nicht da. Niemand ist da. Nichts ist da. Meine Erinnerungen werden ausgeschwärzt und das daraus resultierende Schwarz wird immer und immer wieder neu schwarz übermalt. Aber die Visionen kommen nur aus absoluter Dunkelheit emporgestiegen. Ich verbrenne meine Erinnerungen im Austausch gegen die Visionen. Die Visionen sind grell wie ein Kaleidoskop und verändern sich immerzu. Indem ich diese Momente fixiere, wird meine Dunkelheit von einem Licht durchbrochen. Komm, 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 komm! Okay. Nein. Irgendwo ist hier noch was. Hier. Zwanzig Geiststeine, wow! Weil er auch gerade mit einem Pinsel gemalt. Vielleicht will man auch gar nicht wissen, was. Okay. Alles klar, Kego, ich verstehe. Okay. So. Wir haben wieder 28. Wir könnten wieder was verbessern. Wir könnten unsere Ladezeit jetzt komplett verringern, ne? Oder wir sparen doch. Guck mal, wenn wir noch zwei weiter haben, können wir nämlich auch die Aufladezeit der Kamera an sich verringern. Das machen wir. Das ist ja die Nachladezeit. Die ist ja schon fast komplett fertig. Ich würde jetzt noch zwei sparen und wir das hier machen können. Auch wenn wir die beiden jetzt eigentlich auch mal machen könnten. Aber ich würde erstmal hier noch einmal machen. Und dann können wir mal die beiden noch. Ja, das machen wir so. Überhaupt nicht gruselig. Ach. Da ist eine Badewanne dahinter. Hoch, ich will da rum. Ach, ist hier noch eine. Können wir hier durch? Nee. Bin hier aber auch nicht durch. Was war das gerade? Ein großes Gemälde schmückt die Wand. Inmitten eines rot tobenden Hintergrunds stehen zwei Gestalten. Du siehst da rot? Also da sehe ich rot. Aber da? Nein. Auf der Staffelei ist ein schauriges Bild eines Frauentorsos aufgestellt. Mal. Oh, Alter! Oh, Alter! Diesmal habe ich ihn aber kriechender, Mann! Oh, was war das Ekelhaftes, Mann! Da gibt es natürlich nur 500 Punkte drauf. Ernsthaft. So, das löschen und das. Warte, Geisterliste. Magaki malt Visionen von... Ey, nein, ich wollte das lesen. Verdammt, ach Mist. So hier, malt Visionen von drohender Zerstörung auf den Boden. Sind sie bloß Zeichen seines Wahnsinns oder eine Offenbarung der kommenden Apokalypse? Los raus hier. Hier ist 100% eine Puppe drin. Ich weiß es genau. Wir können hier wirklich raus jetzt. Cool. Ich muss mich hier noch umgucken. Hier ist 100% noch eine Puppe drin. Wir hatten bis jetzt fast überall irgendwie mal Puppen drin. Hier muss noch irgendwo eine sein. Hier muss einfach eine sein. Irgendwann. Irgendwann. Spielen wir das nochmal und suchen alle Puppen.
Irgendwann. Weiß ich noch nicht. Vielleicht wird das wahrscheinlich. Vielleicht wird es auch nie passieren. Geht's ins Zimmer. Voll das geile Zimmer. Mein Zimmer. Ja, voll das geile Zimmer. Ich spiele Klavier. Ja, da kommen haufenweise Geister überall. Gott. So, wer war das jetzt? Wellen der Melodie, die das Mädchen spielt, lockern das Siegel, das auf ihrer Erinnerung liegt. Sind das wir? Wir haben ein Klavier in unserem Zimmer, ne? Krass. Wir haben einfach ein Klavier in unserem Zimmer. Hier irgendwas? Alles einfach. Ist doch was, oder nicht? Überall ist blau in dem Zimmer. Also, das, die Anzeige halt. Ja. Wo denn? Wo ist denn was aufgetaucht? Alter. Okay. Nichts, was wir fotografieren konnten. Hier liegt was. Okay. Fünf rote Geiststeine. Coole Sache. Aber hier ist doch gar nichts. Ich sehe hier nichts. Eine Püppi sehe ich auch nicht. Mit 20. Sammelt sich wieder zusammen. Gehen wir nach da? Warte. Ich war hier. Was ist hier mit mir passiert? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Jetzt liegt was rum. Und sie haben unser eigenes Tagebuch hier natürlich liegen lassen als Kind, warum auch mal. Gut, wenn wir einfach weggeholt wurden. Das können wir jetzt mal lesen. Ist das mein Tagebuch? Ich bin jetzt schon eine Weile im Krankenhaus. Ich habe Freundinnen in meinem Alter gefunden. Und die Schwestern sind auch sehr nett zu mir. Aber trotzdem bin ich manchmal traurig. Warum setzt du mir eine Maske auf? Warum machst du das gleiche wie Papa? Wenn der Doktor mir diese Musik vorspielt, erinnere ich mich an schreckliche Dinge. Ich will ja gesund werden und mich erinnern für Mama. Aber die Erinnerungen machen mir Angst. Mein Zuhause. Die Masken. Mein Papa. Der Rücken von Papa. Er dreht sich um und... Der Rest ist nichts im Ziffer. Okay. Was ist das? Och, nee, das Blau ist noch da. Da? Warte mal. Oh, oh, Kego! War ich mich gut erschrocken, ey. Puh! So war's. Ist irgendwas aufgetaucht hier? Hast du ein bisschen wartet? Ja, klar, natürlich. So, die Musik. Es klingt so, als käme sie aus einer Spieluhr. Okay. Da? Damit ist eine volle Wirkung erzielt. Ja, natürlich.
Nein, halt. Das will ich nicht. Warte hier. Ich soll eine Bohne essen. Hier, warte. Eine Kassette mit einer Aufnahme eines Patientengesprächs gefunden. Uruka Yomotsuki? Ist das unser eigentlicher Nachname gewesen? Yomotsuki? Ich dachte, hieß mir nicht Minasuki? Okay, warte. Ich esse erstmal eine Bohne. Was nehmen wir denn jetzt? Mal gucken, was wir rausgreifen. Oh Gott. Was ist das denn? Die hat irgendwelche... Das kann man gar nicht sehen, leider, weil er das nicht richtig an... Und da ist, hat das gerade kurz anvisiert. Hier ist nochmal da. Irgendwie hat die Punkte... Ich habe Angst. Ich bin unsicher. Diese Punkte, ne? Weiße Punkte. Schmeckt aber auch nach Pfeffer. Vielleicht ist es ja auch Zimt. Zimt ist ja auch übelst scharf. Ich glaube, das ist schwarzer Pfeffer jetzt. Bisher noch nicht, ne. Oh, Alter. Aber war das nicht vorher schon schwarzer Pfeffer? Das ist voll weird. Sind ja gar nicht alle drauf. Ich glaube, das war schon wieder Pfeffer. Darauf esse ich jetzt nochmal eine Banane. So. Game over. So. Hören wir uns mal die Aufzeichnung an. Aufnahme eines Gesprächs mit der MLS-Patientin Luca Jomotski. Ich glaube, das ist unser eigentlicher Name gewesen damals. War das nicht so? Nee. Ich weiß es nicht. Oder ist Minasuki unser... Nee, Lukas doch unser Vorname, oder nicht? Weil in der Einführung von dem Kapitel mit dem Polizisten hat sie ja auch Luca gesagt. Also das heißt, Yomotsuki ist einfach ein anderer Nachname jetzt. Okay. どうだい?どんな気分かな?お面をかぶると違う人が入ってくるの。わからなくなって眠ってるみたいでだんだん声がして。それはいつからかな?昨日かな?わからない。お面? いろんなものになるって、お父さんが言ってた。でも、お父さんも違う人。違う人になったの。わかるもん。そうか。こっちに帰れる?もうすぐだよ。お父さんも治るの?すぐに良くなる。お母さんにもすぐ会える。 Sehr, sehr weird. Sehr weird. Und ja, mit Cam, wie gesagt, war ja... Ist ja gesagt, in einem der folgenden Streams, dass das dann kommt, ne? So. Aber, ja. Gut. Und sogar auch mit meinen Öhrchen. Die Kamera ist auch schon einmal gecrashed. Und, gut, ne? Was soll ich machen? Muss ich da mal ganz kurz die neue starten, die Kamera, aber das ist ja okay. Und ich bin übrigens auch in einem Mond drin, wie man sieht, ne? Total passend zum Spiel. Jetzt macht euch mal Gedanken. So. Okay. Ja. Ist schon wieder was. Warte mal, wir können wieder irgendwo was finden. Wo denn? Hier irgendwie. Das hier? Die Musik von vorhin, funktioniert dieses Spiel oder etwa noch? Hier fehlt ein Zahnrad. Aber wie konnte sie dann vorhin... Na wie wohl? Man, wir sind in einem... Hier ist auch alles voller Geister-Erscheinungen, Blarkeks, Krams.
natürlich kann ich auch ohne Zahnrad spielen. Oh, ich weiß, wo das ist. Da waren wir eben drin. Das ist das Zimmer von unserer Kumpeline gewesen. Von Asso. Also, Misaki. Das fehlende Zahnrad? Ich kenne diesen Raum. Aber hier ist immer noch blau. Wo denn? Was ist denn hier noch? Was ist das wegen der Uhr noch, ne? Der ist hier, glaube ich, nicht. Das wäre echt nur die Uhr. Ich spüre, es ist kaputt. Es scheint ein Zahnrad zu fehlen. Okay, es ist. Okay, das ist deswegen blau. Wegen der Uhr. Ich muss kurz mal gucken. Das hier löschen. Ich laufe erst speichern. Das sagt aber gerade so, sah aber gerade so aus, als würden mehr als nur ein Zahnrad fehlen. Naja, also sie sagt, es fehlt noch eins. Wir glauben ihr einfach. Einmal gespeichert und dann geht's zurück. Holen wir uns mal das Zahnrad. Was warum auch immer in dem Zimmer von unserer Kumpeline ist, in dem Kinderbettchen. In der Wiege liegt ein kleines Zahnrad. Was? 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 Er schon wieder? No, why him? Warum er denn schon wieder? Warte mal. Ich mag ihn nicht. Hast du schon mal gesagt, dass ich ihn nicht mag? Weggetötet. Mit unserem super guten Film. Nerviger Typ. Warum der denn schon wieder? Der ist voll der Running Gag Geist. Kann das sein? Den hatten wir jetzt, glaube ich, schon mit allen, ne? Den hatten wir mit den Polizisten, hatten wir den gehabt. Den hatten wir mit der Misaki. Und jetzt auch. Applaus. Den hatten wir jetzt auch schon wieder. Den hatten wir jetzt schon mit allen drei Charakteren, den Typ. Deswegen nenne ich ihn jetzt Running Gag Geist. So. Aber der war übrigens immer noch normal, ne? Der hatte noch kein verzerrtes Gesicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt so lange gegen den kämpfen. Ich glaube, wir kämpfen immer wieder gegen die, bis die dann mal ein verzerrtes Gesicht haben und wir die dann wirklich besiegt haben. Das ist der Running Ghost, oder so. Das ist der Running Ghost. Die hatten wir schon, ne? Warte mal kurz. Mal kurz noch gucken. Nee, da versteckt sich nichts hinter. Könnte ja sein. Deswegen gucke ich nur mal nach. Vielleicht so eine Puppe oder so. Obwohl wir die Puppe hier ja schon haben, ne? Na ja, gut. Wir haben das Zahnrädchen. Zahnrad aus der Wiege passt genau in die Spieluhr. Die spielt nicht. Das Zahnrad gehört
wohl an eine andere Stelle. Oh, toll. Ah, oh, okay. Hier? Aber... wir können nur die paar bewegen hier. Okay, warte. Welches hat denn gefehlt? Hallo Sumata, schön, dass du auch wieder dabei bist. Und ja, ich zeig mich mal wegen Community. Und danke für den Cheer. Wegen Community Herausforderung. Deswegen haben wir heute mal mit Facecam. So. Wie dreht sich? Nee. Bei den Kanalpunkten konnte man damit machen. Das war, da musste man Community-Herausforderungsmäßig sozusagen 25.000 Punkte, Kanalpunkte, zusammensammeln. Und da wurde auch fleißig gesammelt und deswegen heute mal mit Facecam. Deswegen, das ist so eine Special Occasion-Sache, die ich mir jetzt überlegt habe. Weil ich ja nicht immer mit Facecam machen möchte. Und dann mache ich jetzt immer mal wieder so eine Herausforderungssache. So. Müssen wir die? Warte mal. Geh weg. Hallo? Geh mal weg. Ich soll schon wieder eine Bohne essen? Kego, also ernsthaft, warte. Okay. Irgendwann haben wir doch mal was richtig Ekliges. Was haben wir denn jetzt? Ich glaube, das ist wieder Cotton Candy. Hier, das ist schon wieder diese, die so hautfarben aussieht. Warte. Wer isst sie? Bitte nicht schon wieder schwarzer Pfeffer. Ist aber auch nicht Cotton Candy. Könnte aber sein. Es war nichts Ätzendes, leider. War wieder Cotton Candy. Wieder Schwein gehabt. Wir hatten jetzt zweimal hintereinander schwarzer Pfeffer. Das reicht dann mal auch wieder. So. Warte mal, können wir den hier... aber spielt sie jetzt? Nee. Müssen wir die müssen alle verbinden, oder? Wie sollen wir denn aber die? Wir haben da oben noch eine, die müssen ja alle vier spielen, oh Gott. Du hast noch nichts ausgespuckt. Nein, das stimmt. Bis jetzt ging's. Wir hatten, glaube ich, bis jetzt zweimal Cotton Candy und zweimal schwarzer Pfeffer. Von daher. Warte mal. Könnt ihr aber hier hin tun? Warte mal. Ha! Die Zahnräder sind alle miteinander verbunden. Die Spieluhr hat begonnen zu spielen. Nichts Ekliges ist jetzt, nein. Die Melodie. Ich kenne sie von irgendwoher. Wenn ich sie auf dem Klavier spiele, erinnere ich mich vielleicht. Schon wieder Klavier spielen? Sie liebt es, Klavier zu spielen. Aber cool. Und auch wenn es nichts Ekliges war, esse ich jetzt trotzdem eine Tropifrutti-Banane. So. Oh, was ich da Kniebeuge erstmal machen? Okay. Also hört die schöne Musik hier an. Ah, dann seht er mich gleich nicht mehr. Dann muss ich nämlich aus der Kamera rausgehen. Und wie viel Kniebeuge soll ich machen? Mikro. Wie viel Kniebeuge soll ich machen? Weiß ich gar nicht. Du hast nur geschrieben Kniebeuge. Schreib mal noch, wie viel ich machen soll. 10 Stück. Okay. Dann mache ich kurz die Kniebeuge. Warte. Wo steht das hier mal bei mir? Wenn es kalt ist, dann hat er hier noch eine Jacke. So, Kniebeuge aus der Kniebeuge. Hat schön geknackt.
Der zweiten. So, da bin ich wieder. Gut. Was haben wir gemacht? Okay. Dann spielen wir jetzt mal wieder Klavier. Hier, Kabel. Alle Kabel nerven. Okay, dieses Notenblatt. Es müsste in etwa so klingen. Ach du Heilige! Was? Folge den Noten und spiele das Klavier. Das wird Ewigkeiten dauern. Oh, scheiße, was? Überlegen. RB war das. War die vordere Taste? Auch die vordere Taste. Nein, auf. Ich bin zu langsam. Okay. Okay, eine habe ich falsch. B habe ich falsch gehabt. Sonst war es richtig. Oh Mann, okay, warte. Nochmal. Jetzt schaffen wir es aber. Jetzt haben wir es richtig gemacht. So, ich kenne dieses Lied. Ich habe es schon mal irgendwo gehört. Soda. Kono kyoku. So, jōzu ne. Neiru ka? Motto jōzu ni hikeru yō ni nattara. Jetzt nicht angezeigt, aber danke für die Cheers, danke für die Bits. Vielen lieben Dank. Was ist das für ein Ort? Ich kann aber jetzt anmachen. So, warte. Oh, kam jetzt gerade auf, ist gerade wieder verschwunden. Ah, dammit. Okay. Da hat man noch gesehen, dass das, was da gerade kam, so. Vielen lieben Dank. So. Es wirkt irgendwie sehr vertraut. Wo sind wir denn jetzt? Untersuche die Umgebung. Huch. Da kommt es einfach nochmal, oder was? Nee, das kam jetzt erst. So. Kam es jetzt erst da. Cool. Okay. Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Dein Kimono, ne? Was? Zwei Sounds wurden eben nicht gespielt? Zwei Sounds nicht? Was? Das ist jetzt auch dreimal eingelöst? Oh, wow! Wurde mir nur einmal angezeigt. Ach, krass. Okay, sorry. Und dann, dann natürlich noch viel mehr Danke, aber... Das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Das kann damit liegen, zusammenhängen, wenn ich die Kamera ausmache, dann mache ich auch... Habe ich, glaube ich, mit eingestellt, dass die anderen Sachen alle auch ausgeschalten werden. Ich glaube, die kommen jetzt alle nacheinander, ne? Ich glaube, sie kommen jetzt erst nacheinander, weil ich jetzt wieder angeschalten habe. Okay, da müssen wir ran. Okay. Gut. Ich hoffe trotzdem, dass sie mich nicht zu sehr ärgert. Aber ich glaube, sie kamen jetzt sowieso alle noch nacheinander jetzt gerade. Weil, genau, wenn ich die Kamera ausmache, dann gehen die dann auch immer mit aus. Warte. Nee, ey, sollte ich. Andere Richtung. Jetzt kommt. Das passt ja auch so gut. Tanzen jetzt ein bisschen. So, hier ist ein Gitter davor, vor dem Bett. Wahrscheinlich so an die Moskitonetzen. Wir holen mal das, was auch immer ist. Ernsthaft? Weihnachten? Jetzt? Fast, aber fast. Sind wir arm? Fängt ja bald an, Weihnachtsmärkte und sowas. So, wir haben später ein Tagebuch von ihr gefunden.
Heute habe ich wieder im Garten gespielt. Von der Arbeitsstätte hörte ich ein Klopfen. Ich dachte mir, das ist bestimmt Papa. Oh, ich soll noch mal eine Bohne essen. Okay, wir lesen gleich weiter. Ich esse noch mal eine Bohne. So. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Ist irgendwie was Rotes. Ist auf jeden Fall was Rotes. Gucken, was es ist. Wahrscheinlich. Das hier. Warte. Diese hier. Das ist Cinnamon. Also jetzt haben wir tatsächlich mal Zimt erwischt. Aber es ist kein reiner Zimt. Schmeckt nämlich ein bisschen süß. So. Bitte Blut? Ich glaube, Blut gibt's gar nicht als Geschmack. Warte mal. Ich glaube, Blut gibt gar nicht als Geschmack, Kego. Gibt's viele eklige Sachen. Aber es gibt kein Blut. Kirsche hat's noch gegeben. Oder Ohrenschmalz. Ich glaube. Warte. Nee, Mimi-Akami. Das ist Ohrenschmalz. Mimi, weiß ich gar nicht, was das ist. Na, warte. Gibt doch so richtig eklige Kotzbohnen. Ja, ja, richtig. Gibt's auch. Warte mal. Nee, das ist Popelgeschmack. Gibt's, habe ich jetzt ja auch. Warte. Es gibt doch Kotze. Ich muss doch kurz gucken, wo das ist. Sorry, ich muss gerade gucken, wo das ist. Aber ich finde das jetzt hier gerade nicht. Hat er das schon gefunden? Oder verrottetes Ei gibt's auch. Haha, Kego. Super, das hat gerade nicht funktioniert. Ich guckte gerade rauf, als das eingelöst wurde. Tut mir leid. Tut mir leid. So. Okay, dann lesen wir jetzt mal weiter. Ich habe Papa lange nicht gesehen. Papa macht immer Masken. Ich bin traurig, weil Papa nie da ist. Nie umarmt er mich oder streicht mir durchs Haar. Geht gleich weiter, aber ich mach gleich Japanisch. Ich lese es nur kurz noch zu Ende. Aber wenn ich Mama frage, wann Papa fertig ist mit der Arbeit, bekomme ich keine Antwort. Hey. Hasimete no Nihongo de. Hi, Jachotto. Ah, soka, その、ブーフーのゴーストのやつね。わかったわかった。これは、ちょっと、呪い人形がないかな。しかし、なんか、変な見た目があるけど。が、チューチューしてなかったから。はい、さてと、今どこへ行くつもりかな。どこなんだけど、まだ老月島、老月島か。面白い部屋。え、何？じゃないよ。そう。行こう。あ、すみません。行きましょう。ここどこかな？あ、あ、
はい。しかし。ああ今来た。ミーショップ。この廊下はどこまで？ああ、どこへ行くつもり？ここだ。ルカ。さやか？母の名かな？母か？母？あ、え、なに？何を伝えたかな？今のは母だったの？さやかっていうの？うん。いい名前。なんだ。ああ、みチャンネル。さやか。さやかは外へ見てるところ。はい。あー、ちょっと。見てみる？ウルカの母、ウルカの母のさやかは、なんかそれは、はかん、なんか、だ、なの。なんかパーストだけど、パーストデイズ。なんか、あ、中庭に、見ていると。あの？なんか、どういうとこで、ちょっと。Ich wollte wirklich versuchen mal zu übersetzen, aber mir fehlte gerade das Wort für vergangen. Total fail, grad bei mir wieder. Muss echt viel mal lernen. So, Lukas Mutter Sayaka, in vergangenen Tagen, wie sie hinaus in den Hof starrt. Der sich ihr bietender Anblick wirft einen Schatten der Sorge auf ihr Herz. Warum? Was hat sie gesehen? Was hat sie denn gesehen? Wir hatten ein richtig geiles Haus, aber wohnten wir auf Roget? Ist voll geil. Warte, hier ist hier nicht auch was? War hier nicht gerade auch was? Hier war doch gerade richtig rot, richtig... Hell. Doch hier, ne? Ah, hier auf dem Boden. Oh, Sayakas Tagebuch. Das ist Mamas. Ich habe Luca im Garten stehen sehen, im Mondschein. Sie wusste nicht, wer ich bin, als ich sie umarmte. Sie murmelte nur unverständliche Dinge mit einem ausdruckslosen Gesicht. Oh nein, unsere Mom. Ich habe aber was nicht mitgekriegt. Sind wir nicht mehr in der Anstalt? Doch, wir sind irgendwie noch in der Anstalt. Aber irgendwie sind wir jetzt gerade in so einer Flashback-Sequenz. Also, hier haben wir offenbar früher mal gewohnt. Also, unsere Familie hat, glaube ich, sowieso auf Rogets gewohnt. Wir sind nur abgehauen. Und wir sind jetzt gerade irgendwie in so einem Flashback gelandet. Und nein, ich habe niemandes Mütter beleidigt. Niemals. Mal ganz kurz, das habe ich jetzt gerade gelesen. Ich esse jetzt eine Ananas. So, hier, eine Ananas. Eine Ananas. So muss die eigentlich gehalten werden. So. Ich habe mich ein bisschen verwirrt. Ja, wir sind in den Flashback gelandet. So. Oh nein. Immer wenn ich eine Süßigkeit esse, verlangst du von mir, dass ich hinter eine Bohne esse.
Das ist so Absicht. Okay. Was soll man jetzt hier komisches? Die ist weiß und hat so, ist so braun. Warte. So, los. Da, siehst du? So hat so braun. So. Schlecht schmeckt's auch nicht. Ja, was ist es? Banane! Lul. Oder Marshmallow. Ich glaube, es ist Marshmallow, weil es ja weiß war. Also es ist die hier. Marshmallow. Hm. Interessant. Wieder Schwein gehabt. So. Okay. Luca fürchtet sich vor Spiegeln. Ich muss mit Dr. Heiberer reden, bevor sie knospt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenn sich der Doktor sie nicht so schnell wie möglich ansieht, ist es vielleicht zu spät. Also du musst dir die holen, die 50-50 gut schlecht sind. Die du hast, sind harmlos. Warte, ich erkläre es kurz. Bananen oder Marshmallow, das ist doch ein großer Unterschied. Ja, das schmeckt irgendwie alles komisch. Ich habe hier eine Liste, was hier alles für Bohnen drin sind. Und da sind doch eklige dabei. Sind noch mit dabei hier, wie zum Beispiel verrottendes Ei oder Dreck oder hier Nasenpopel oder Ohrenschmalz und so ein Krempel, ist alles mit dabei. Aber ich habe hier halt erstmal nur so ein paar. Ich hatte hier irgendwie 30 Stück nur, da so viele habe ich noch. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass bei den 30, die ich hier jetzt in der Schale habe, offenbar gerade sehr viele gute dabei habe. Habe ich einfach Schwein. Und wir hatten nämlich die uns tatsächlich in der Making of Harry Potter, in Harry Potter Studios, hatten wir uns die mal gekauft gehabt, die Bertie Bott's Bohnen. Also das sind schon die richtigen Harry Potter Bohnen hier, die wir haben. Also da sind auch die ekligen Geschmäcker mit drin. Haben wir tatsächlich, als wir die mal geöffnet haben hier, und ich habe eine wirklich genommen, die hat auch nach Gras geschmeckt und das war wirklich, selbst das war schon super eklig. Also wirklich mit Grasgeschmack. Das war wirklich widerlich. Also es gibt, die widerlichen sind auch mit drin. So. Du bist übrigens halt auf YouTube, das könnt ihr alle gar nicht sehen. Das tut mir sehr leid. Vielleicht habe ich mich auch daran erinnert, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil es immer so zwischendurch kommt. Jetzt hätte ich das rausgeschnitten, aber ja, wie gesagt, es kommt immer leider zwischendurch. Das heißt, ihr dürft mir nur zuhören, was ich so für Geschmäcker habe. Okay. Eigentlich wollte ich es ja Luca geben, aber ich werde es noch eine Weile behalten. Ich warte, bis es ihr besser geht und sie mir wieder ein Lächeln schenkt. Dann brauchst du mehr Pech. Nein, lieber nicht. Dann spucke ich dich hier wirklich noch aus. So. Okay. Ist hier zufällig noch irgendwie so eine Pippi, die wir fotografieren können? Nö. Sayakas Tagebuch Nummer 2. Dafür haben wir in-game relativ viel Pech. So viele Geister, wie mir schon entflohen sind. Und so viele Geiststeine, die mir schon durch die Lappen gegangen sind, wegen so einer blöden Geisterhand, die uns ständig angekrapscht hat. Er hat Uruga Masken aufgesetzt. Vor dem Altar hat er ihr verschiedene Masken aufgesetzt. Ist das der Grund, warum sie krank geworden ist? Er hat sich verändert. Er verbringt jeden Tag mehr Zeit an seiner Arbeitsstätte. Und jedes Mal, wenn er von der Arbeit zurückkommt, strömt eine unbeschreibliche Aura von ihm aus. Ich habe das Gefühl, die Schatten in seinen Augen sind dunkler geworden. Aber das seltsame Funkeln in ihrem Innern wird von Tag zu Tag greller. Seine hastigen und unüberlegten Äußerungen verraten seine Ungeduld. Aber er will partout nicht erzählen, was er hinterherjagt. Was Gras? War das echt eklig? Ja, Grasgeschmack ist auch echt eklig. Ich weiß auch nicht warum, ich fand das super eklig. Aber was immer es ist offenkundig, dass er bereit ist, alles dafür zu opfern. Was treibt ihn an? Wann
immer ich darüber nachdenke, gerät mein Herz, das ihm vertrauen will, ins Wanken. Wenn Soja diese Arbeit beendet hat, wird er dann zu mir zurückkehren? Er wird nicht zurückkommen. Solche Gedanken gehen mir durch den Sinn. Er ist so anders als der Soja, den ich kenne. Ich muss Ruka von ihm fernhalten. Oh, Alter, unser Dad war für die ganze Scheiße verantwortlich. Unser Dad war verantwortlich. Die Tür ist einfach wieder zugegangen, okay. Selbstschließende Schiebetüren. So weit waren die damals schon. Nein, natürlich nicht. Oh, da kann man rausgucken. Man sieht aber nicht. Laufen wir mal weiter. Laufen wir denn jetzt hin? Sag mal, das sieht so aus, als wenn wir hier in keinen anderen Ort, in keinen anderen Raum reinkommen. Hier können wir öffnen, hier kommen wir auch nicht weiter. Also, hier hat man sich die Alpha-Wand tatsächlich so nutze gemacht, man einfach was aufgestellt. Da kommen wir natürlich jetzt nicht dran vorbei, da müssen wir natürlich hier reingehen. Hier liegt doch irgendwo was wieder. Auf dem Altar ist eine Maske dargeboten, deren Oberfläche abblättert. Auf beiden Seiten der Maske sind Ahnentäfelchen aufgestellt. Okay. Nee, hier nicht. Wir müssen da auf jeden Fall rum. Die Tür des Wandschrankes berührt sich keinen Zentimeter. Die Futon darin sind umgefallen und blockieren die Tür. Ja, toll. Wie soll man... diese Maske da. Seht ihr die? Da, die ist irgendwie, oder? Da. Welche Futons blockieren bitte? Okay. Das ist übrigens auch wieder ein bisschen offen. Wahrscheinlich war es sehr warm hier. Kann ich mir vorstellen. Da ist eine Steinplatte davor? Okay. Da liegt was drauf. Guck mal. Nein! Fotografieren schnell! Oh, bin wieder rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Mondsüchtiges Mädchen. Okay. Das waren wir jetzt wieder. Oh, war ja nicht gekriegt. Schwenk ab. Gefällt mir das Bild? Ja und nein. Ach komm, wir behalten. Warte. So. Ich weiß gar nicht, wozu es das überhaupt gibt, warum ich hier die ganze Zeit speichere. Okay, warte. Die kleine Ruka steht im Hof und blickt zum Mond empor. Die beginnenden Symptome des MLS lassen sie herumwandern auf der Suche nach dem Mond. Okay. Aber wir können ja, glaube ich, nichts anderes finden, ne? Irgendwie ein Kimono? An der Wand. Mann und Masken. Unser Dad war ein Foto von Papa? Oder vielleicht ist das ja frisch gedüngtes Gras. Achso. Das, was du meinst wegen der Bohne. Er weiß, warte mal. Du kannst ein bisschen in deinem Ohr weh.
Autsch. So. Das sind bestimmt meine Öhrchen. So. Ah, mach was wieder aus, ne? Unser Dad? Ich glaube, unser Dad war ein Priester, kann das sein? Okay, was sollen wir jetzt machen? Was, wir haben es vergessen? Was denn? Sayaka auf dem Stuhl. Was haben wir denn wieder vergessen? Mami? Die will uns bestimmt nichts, ne? Die hat zwar einen Namen, das wissen wir, aber die will uns bestimmt nichts Böses, weil das ist ja unsere Mom. Die will uns ja nicht wehtun. Also bei der ist es okay, wenn sie einen Namen hat. Das sind wir von unserer Mom, das behalten wir. So. Gab leider nur 500 Punkte. Lukas Mutter Sayaka in vergangenen Tagen auf einem Stuhl sitzend. Die Trauer in ihren Augen ist wohl ein Zeichen der Sorge um ihre erkrankte Tochter. Was auf dem Boden? Kleiner Kirschblütenschlüssel. Der ist hübsch, den würde ich gerne auch haben. Den hätte ich auch gern. Einen Schlüssel gefunden. Wofür ist denn der? Unterm Bett, okay. Ich hab's gesehen, ich werde gleich wieder eine Bohne essen. Okay. Finde den Zweck des kleinen Kirschblütenschlüssels. Okay. Mach ich mal ganz kurz hier. Warte. So. Was haben wir denn jetzt? Keine Ahnung. Kann ich nicht so richtig erkennen. Könnte weiß sein, könnte aber auch so ein... Hat irgendwie mehr so einen gelblichen Schimmer, ne? Mal gucken. Rein im Mund damit. Okay, warte. Was ist das? Das ist Nummer 1, die ich nicht aufesse. Oh, ist das ekelhaft. Das war ein verrottetes Ei. War das eklig. Ich muss mal jetzt ganz, ganz dringend hier eine Süßigkeit essen, ey. Das konnte ich jetzt nicht essen. Das war wirklich ekelhaft. Bah, Alter. Das war richtig eklig. Ich glaube, verrottendes Ei. Es war ein verrottendes Ei. Boah, das ist eklig. Ich glaube, bevor ich die nächste... warst du gerade nicht im Raum, tut mir leid. Ich glaube, bevor ich die nächste esse, muss ich mir noch ein paar Taschentücher holen. Boah. Nur für den Fall, dass ich die wieder ausspucke. Das ist, das war richtig eklig. Was? Wo ist das doch gerade oben? Ja, und du warst nicht da, das ist richtig. Stimmt. Kann man klippen, dann kann man es immer wieder sehen. Oh Gott, das war so ekelhaft. Das war wirklich ekelhaft. Oh Gott. So. Ich muss noch eine Süßigkeit ändern, das ist so ekelhaft, ey. Können wir auch mal was trinken, das ist auch eine gute Idee. Ja, das war wirklich eklig. Okay, so. Es war mir eine Ehre. Ach so, ich muss ja wieder raus. Ach so. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Vielen lieben Dank. Dann komm gut nach Hause. So.
wieder ins Spiel rein. So ist das. Mein Tagebuch. Wir haben schon wieder einen Tagebucheintrag von uns gefunden. Morgen ist das Fest. Dazu setze ich eine Maske auf und schaue mir den Tanz an. Ich freue mich schon darauf, mit allen auf das Fest zu gehen. Aber vielleicht vergesse ich wieder Sachen, wenn ich die Maske aufsetze. Okay. Wegen dieser Krankheit verschwinden meine Erinnerungen. Wegen ihr verschwinden Leute, die ich nicht treffen kann. Oder die gestorben sind aus meinen Erinnerungen. Papa verschwindet. Wenn ich versuche, mich an ihn zu erinnern, kriege ich Angst. Aber wenn ich mich nicht an ihn erinnere, verschwindet er. Der Papa in mir drin wird sterben. Ich habe Angst. Erinnern macht mir Angst. Aber bitte geh nicht fort. Da. In der Schachtel ist eine Maske. Na klar, wir nehmen die Maske mit in der Schachtel. Ist bestimmt eine gute Idee. Beim Ansehen der Maske flammt ganz schwach eine Erinnerung auf. Diese Maske. Ich würde jetzt aufnehmen. Ist nie hier keine Maske. Oh, das sind wir. Ist das Heilbar da gewesen gerade mal so? Unsere Mom? Ist das unsere Mom? Nee. Das war bestimmt die komische Geisterfrau, die uns immer hinterherjagt. Ist der Haibara-Typ unser Bruder? Der hat ein Schwesterherz genannt. Oder er will seine Schwester, dass der Geist seiner Schwester, weil die irgendwie tot ist oder so, in unseren Körper fährt oder so? Keine Ahnung. Das ist ja verrückt. Der Tag des Festes. Nein. Der Tag, an dem ich... mein Atem... Als ich fortgebracht wurde, was haben sie mit mir gemacht? Okay. Die Maske nehmen wir wohl nicht mitnehmen. Ist okay, die müssen wir nicht mitnehmen. Die ist jetzt nicht so hübsch. Und wo sollen wir jetzt hin? Haben wir jetzt gerade irgendeine Aufgabe? Finde den Zweck des kleinen Kirschblütenschlüssels. Okay, keine Ahnung, wo soll der... Das wird uns ja auch nicht angezeigt, ne? Keine Ahnung, wofür der das sein soll. Wie soll man das jetzt rausfinden? Betrübter Patient. Der war schon erblüht, ne? Guck mal, der war voll erblüht. Okay, warte. Das Mondlicht erleuchtet Teile seiner Erinnerungen, doch manchmal kann die Erinnerung zu einem Fluch werden. Er hat aber auch keinen Namen bekommen, ne? Aber der war erblüht. Der hatte ein verzerrtes Gesicht schon. Ich habe irgendwie immer noch diesen ekelhaften Geschmack von dem verrotteten Ei im Mund. Ich muss mal jetzt nochmal was essen hier. Eine Truppi-Frutti-Banane hier. Und Rubels bekommt man übrigens eine blaue Zunge. Lul. So, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nein, mir auch nicht. Aber ich hab auch noch nicht drauf geachtet. Nur durch Zufall, ja. So... Notiz einer Schwester.
Die Klinik ist von einer bedrückenden Atmosphäre erfüllt. Personal, das tödlich verunglückt, Patienten, die verschwinden. Plötzlich häufen sich die Unglücksfälle. Seit diesem Tag ist das Verhalten der Patienten noch seltsamer geworden. Die Schwestern und Ärzte halten dieser bedrückenden Atmosphäre nicht mehr stand. Seit sie gestorben ist, bin ich für Schwester Tono eingesprungen und kümmere mich um den dritten Stock, bis ein Ersatz für sie gefunden wird. Kurz nachdem ich für sie eingesprungen war, erreichte mich die Nachricht, dass eine der Patientinnen die Klinik verlässt. Eines der Mädchen, die verschwunden waren. Als ich ihr Zimmer aufgeräumt habe, fand ich das Tagebuch ihrer Mutter. Die beiden verlassen anscheinend die Insel, also wird sie wohl nicht mehr kommen, um es abzuholen. Auch wenn sie schlimme Erinnerungen an diese Insel haben, so ist sie doch ihre Heimat. Vielleicht kommen sie eines Tages wieder hierher zurück. Solange werde ich es sorgfältig für sie aufbewahren. Das ist aber freundlich. Ruhesuchende Schwester. Alter, hat die mich erschrocken. Was soll denn das? So. Die Schwester Tsubaki Tono zog sich, um dem nächtlichen Wahnsinn ihrer Station zu entgehen, ins Schwesternzimmer zurück. Ah? Das ist die Tono, die gestorben war. Oh, die sah voll freundlich aus. Die sah auch gar nicht gruselig aus, ne? Die sieht überhaupt nicht gruselig aus. Ob die dann auch ein guter Geist ist? Weil die sieht auch voll lieb aus. Die will uns doch bestimmt nichts Böses, oder? Ist hier noch irgendwas anderes Geiles? Nee. Gelagert. Viele sind auf Deutsch geschrieben und daher kaum zu verstehen. Oh ja, Fun Fact, ne? Weil die Medizin, ne? Da haben sich die Japaner tatsächlich sehr, sehr stark an die deutsche Medizin angelehnt. Deswegen gab es zumindest früher noch sehr viele medizinische Begriffe nur auf Deutsch, auch in Japanisch. Die wurden auch in Japan auf Deutsch verwendet. Und deswegen steht hier auch, Akten und so wurden auch alle auf Deutsch geführt. Ohne Mist jetzt. Das habe ich alles schon mal so recherchiert gehabt. Und, ja, deswegen. Das sind alte Akten alle noch auf Deutsch. Voll interessant eigentlich. Sayakas Tagebuch. Aha, das, was sie aufbewahrt hat. Ah, Kirschblütenschlüssel. Guck mal, das ist nämlich verschlossen. Verstehst du? Hier ist nämlich eine Kirschblüte zu sehen, unten rechts auf dem Tagebuch. Und da ist ein Schloss dran. Ha! Das Schloss des Tagebuchs mit dem Schlüssel geöffnet. Luca, es tut mir leid. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Als mir der Polizeibeamte erzählte, wie er dich gefunden hat, ist alles, an das ich geglaubt habe, in sich zusammengestürzt. Er sagte, dass die unterirdische Passage, in der du gefunden wurdest, zu dem Aufzug der Haibara-Klinik führte. Ich habe dich Dr. Haibara anvertraut, damit er dich heilt, aber ich habe erkannt, dass das ein Fehler war. Und als ich hörte, was für Kleider du anhattest, als du gefunden wurdest, und wie es in der unterirdischen Passage aussah, da drängte sich mir der Verdacht auf, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Wenn er tatsächlich etwas mit dem Vorfall zu tun haben sollte. Vielleicht gibt es keinen Ort mehr, wo wir sicher sind, an dem wir in Frieden leben können. Oh. Steht auch wieder nichts. Was ist denn das für ein Ding in Japan hier, dass die immer selten freilassen im Tagebuch? Ich habe Herrn Kirishima gebeten, mich an den Ort zu bringen, wo er dich gefunden hat. Vom ersten Stock der Rogetsanstalt aus. Durch den Verbindungstrakt in die Haibara-Klinik. Ins Kellergeschoss der Haibara-Klinik. Der Aufzug hatte noch nicht mal einen Knopf für dieses Geschoss. Es war noch tiefer als das erste Kellergeschoss. Da war der Ort.
Okay. Warte, müssen wir uns das jetzt merken? Vom ersten Stock der Rogelsanstalt durch den Verbindungstrakt in die Heilbadklinik. Ins Kellergeschoss der Heilbadklinik. Und da unten drunter hat er sie hingebracht. Okay. Die Anbauarbeiten waren unterbrochen. Dort, wo sie auf den alten Ursprungskanal trafen. Direkt unter dem Mondscheinbrunnen. Das einzige Licht an diesem dunklen Ort waren die dünnen Mondstrahlen aus dem Brunnen. Kalte Schauer liefen mir über den Rücken und ich musste unaufhörlich zittern. Ich stand einfach nur da und weinte. Was ist dir dort passiert? Warum ist deine Psyche zerstört worden? Herr Katagiri sagte, dass deine Erinnerungen nie wieder zurückkehren, aber du Glück hattest, noch am Leben zu sein. Das Wichtigste sei jetzt, das Gleichgewicht deiner Psyche, das du gerade noch so aufrecht erhältst, nicht zu zerstören. Er sagte außerdem, dass, wenn du dich... Oh Gott, so. Weil wir gerade eine Märchenstunde machen, deswegen. Er sagte außerdem, dass, wenn du dich schonst und dich ganz langsam erholst, du irgendwann wieder ein normales Leben führen kannst. Und wir sind natürlich zurückgekommen. Aber du darfst nicht versuchen, dich an die Dinge zu erinnern, die vor deinem Gedächtnisverlust passiert sind. Wenn du dich dazu zwingst, dich daran zu erinnern, könnte deine Psyche ein weiteres Mal daran zerbrechen. Du könntest sogar erblühen. Ich weiß, es ist schwer für dich, deine unersetzlichen Erinnerungen zu verlieren, aber ich muss dafür sorgen, dass du dich nicht an deine Vergangenheit erinnerst. Lass uns nur noch nach vorne blicken. Ich will deine Hand fest in meiner halten. Von nun an sollst du nur noch schöne Erinnerungen haben. Und wir sind wieder zurückgekommen. Nein! Oh nein! Hier ist noch irgendwas rot. Dingens. Warum, hä? Ist hier noch irgendwas? Da oben. Geiststeine. Cool. Oh Mann, warum sind wir denn unbedingt zurück, ey? So ein Scheiß. 48 haben wir jetzt. Cool. Damit können wir die Sensibilität auf jeden Fall einmal machen. Das machen wir jetzt auch. Hatte ich ja gesagt. Und dann können wir aber auch hier nochmal hiervon was machen. Die Anzahl der absorbierten Geistpunkte nimmt zu, erhöht die maximale Zahl an sammelbaren Geistpunkten. Nehmen wir das hier, oder? Weil er schneller weg ist. So. Haben wir hier mal ein bisschen was verbessert von der Kamera wieder. So, speichern wir einmal. Okay. Wo ging's da nochmal hin? Warte mal. Guck mal einfach so. Ach so, das ist nur da. Ach so. Kagiri Sendung, okay. Jetzt wir können mal gucken wegen Eintauschen, ne? Wieder 72.000 Punkte. Brauchen wir mal 40.000 für ein Weihwasser, das ist schon ganz schön krass. Dann lassen wir es erstmal, uns reicht die Kräutermedizin auch erstmal aus. Davon haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Wie viel kriegen wir davon eigentlich dann? 3 immer, ne? Das ist eigentlich cool. Sag mal, lässt ihn davon? Uha, muhahaha. Cool. Komm, wir machen noch 2 draus und haben wir 22. Das ist eine schöne Zahl, weil das halt die besten Filme sind, ne? Können wir bestimmt später auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Okay, wir sollten echt viel noch da investieren. Warte mal, wir holen hier noch 5 von. Dann würde ich hier auch noch ein paar von holen. Und hiervon nochmal 2.
Oder eine war das jetzt, glaube ich, nur. Wir sollten das echt nutzen, dass wir das machen können, ne? Und ich würde aber hier auch noch die Brille holen. So, haben die Brille auch. Die haben jetzt auch auf. Ist okay. Boah, das tut schon wieder weh. Da war ich hier, warte mal. Das waren meine Öhrchen, die tun mir ein bisschen hinter den richtigen Ohren weh. Okay. Speichern wir einmal. Ja, meine Brille auf. Die passt übrigens farblich auch zu unseren Klamotten so ein bisschen, weil, also gelber Rand und unsere Klamotten haben auch alle so einen gelben Saum und so einen gelben Rand teilweise. Wir mussten jetzt, glaube ich, ganz runter, ne? Ich gehe nochmal in die zweite erst. Oh nee, was? Was ist die schon wieder? Shit, warte, können wir abhauen? Scheiße. Da können wir nicht lang, cool. Ich geh mal hier lang, ne? Wir müssen jetzt irgendwo abhauen kurz. Das ist die Frau, die wir gesehen haben durch die Maske, glaube ich. Alter, können wir nicht besiegen. Müssen wir mal schnell durchlaufen. Rücken weg. Wieder weg, oder? Alter Falter. Ist ja ein liebliches Geräusch, ne? Die ist voll schlimm. Die können wir aber auch nicht besiegen. Hatten wir ja mal probiert gehabt letztes Mal. Das funktioniert ja nicht. Deswegen hau ich das von der einfach immer ab. Man merkt doch, die ist bestimmt der finale Endboss auch. Weil dann wird es halt auch alles hier so grau, ne? Also wir haben wahrscheinlich einfach noch keine Chance gegen die, keine Ahnung. Ob wir da irgendwann mal was abziehen können. Können wir jetzt hier irgendwas finden? Wir können hier nie was finden. Was ist denn das hier? Eine Bohne schon wieder? Oh Gott. Ich esse gleich. Geh mal runter. Genau, wir erstmal noch eine Bohne. Auf ein neues, ja. Huch. Was? Bitte was? Würdest du das bitte nicht tun? Jetzt machen wir hier nicht. Gott, oh Gott. Fängt die Tastatur auch schon an rumzuspinnen. Oh Gott, was haben wir denn jetzt? Also wir haben jetzt was ganz, ganz Gelbes. Ohne irgendwelche Punkte oder so. Jetzt braucht echt lange, bis das anvisiert. Aber das kriegt ja irgendwie nicht so ganz hin. Nicht immer. Egal. Genau, was ganz Gelbes. Mal gucken. Oh. Das schmeckt nach Zitrone. Oder? Ja, Lemon Candy. Mhm. War auch Zitrone. Ja. Hier geht's noch runter. Hier waren wir noch nicht lang. Müssen wir hier vielleicht jetzt hin? Eventuell. Ich weiß. Warte. Wir können doch gucken. Nee, nicht hier. Nein, nicht hier. Bei unseren Aufzeichnungen oder Dokumenten. Oh, wow. Warte. Beim dritten müssen wir doch einfach nur gucken. Warte, eins zurück.
So wurde gewundert. Vom ersten Stock der Rogelsanstalt aus, durch den Verbindungstrakt in die Halberklinik. Was ist denn der Verbindungstrakt? Ist das dann? Da kann das doch nur die große Tür sein, oder? Wisst ihr jetzt nicht, wie wir sonst. Also, wir waren schon sonst überall drin. Hey. Total, gehen wir uns auch noch weg. Warte, auch noch wegmachen. Nein! Ah, Mann! Und dann hat man das hier noch. Ein paar Bilder hier noch. Okay. Schau noch mal. Was haben wir denn sonst? Wir haben sonst hier nur die Kantine. Der Korridor mit Aussicht auf Innenhof. Ne, Innenhof. Muss denn das hier sein, ne? Das ist der Innenhof, oder? Ich glaube hier. Doch, warte. Genau, wenn hier die Bibliothek ist, also Archiv, hier ist das Museum. Dann geht es hier zum Innenhof. Das heißt, hier waren wir noch nicht drin. Das ist der große Raum. Vielleicht ist das der Verbindungsteil. Laufen wir da einfach mal hin. Oder? Das ist doch der bestimmt. Ist er abgeschlossen. Cool. Ah, oh. Ah, im im Stückchen. Okay. Oh, ich weiß, wo das ist. Das hatten wir schon gesehen. Etwas auf dem, ist auf dem Foto zu sehen. Ah, das da, wo wir vorhin, wo wir auch schon waren, so ein bisschen zu Beginn, wo die Puppe, die oben auf so einem Rohrhang hingefunden haben. Der Raum kommt mir irgendwie bekannt vor. Da waren wir auch schon. Finde das Loch im Boden auf dem Foto. Das ist kein Problem. Nochmal speichern. Müssen wir nur wieder hier runter. Im Übrigen nimm so mal so, die dritte Stunde ist angebrochen, die wir heute Fatal Frame spielen. Wir haben das entgegen meiner Erwartung das Kapitel noch nicht durch. Was? Das ist doch die komische. Wo wandert denn her? Nee, das ist die. Muss ich aus. Aber scheinbar greift sie jetzt mit mir nicht an, ne? Jetzt hat sie uns zumindest nicht angegriffen. Alter. Papier müssen wir rein, oder? Komische Frau einfach. So, Frau wandert umher. Der Schatten einer Frau in Schwarz. Gehüllt in eine schauderhafte Aura. Mit jedem Schritt lässt sie die Luft um sich herum gefrieren. Die hat überhaupt keinen Schritt getan. Das war doch kein Schritt. Die ist doch nur geschwebt. Die hat doch gar keine Beine mehr gehabt. Also zumindest sah es nicht so aus. So genau. Hier. Auf dem Boden. Da lag in diesem Loch einfach ein Eisenschlüssel drin. Unter dem Fußboden liegt ein alter Schlüssel, auf dem Verbindungsgang eingraviert ist. Ist das wirklich der Verbindungsgang? Okay, zur Klinik. Juhu. Was? Ich ertrage das nicht mehr, hat sie gesagt. Okay. 1000 Punkte haben wir dafür, haben wir für die arme Frau bekommen.
Schwester im Wachdienst. Shihe Sonosaki sitzt im Dunkel des Verteilerraums und bewacht die Patientin hinter der Tür. Was? Oh nein, was? 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 Was denn jetzt? Alter! Oh, Alter, bin ich jetzt erschrocken, ne? Oh, Sacken. Warte mal, ich will mal kurz. Sie kommt recht von uns. Oh, hat mich jetzt erschrocken. Greift uns auf einmal von unterm Tisch an. Wie ungeil ist das bitte? So, warte mal, ich will mal kurz. Schnell. Das Objektiv. Nee, warte. Ja, hier. Den Film wechseln. Wollen wir das uns eigentlich sparen können? Du kannst nicht mehr ausweichen. Komm her. Ich will einen Todesschuss machen. Oder auch nicht. Warte. Lieber nicht. Wo denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach da. Na komm her, ich will den Todesschuss versuchen. Scheiße, nicht geschafft. Okay, dann lieber nicht. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da kommt. Komm ruhig nach, ich werde dich fotografieren. Boah, aber auch ewig, bis die irgendwo rauskommt, ne? Aus der Wand. Komm her. Sonosaki gegen mit der Misaki haben wir gegen die auch schon gekämpft. Warte, kurz wieder den Film wechseln. Warte. Und das. Nein. Das. Das ist, glaube ich, auch nicht neu, ne? Nee, weil wir gegen sie halt schon mal gekämpft haben. Zusammen mit dem Katagiri, oder wie der hieß. Da hat man nämlich in Misakis Zimmer mit schon mal gegen die gekämpft. Oh, Alter, was tut die? Kann ich echt nicht so oft machen mit Stream, mit meinen Öhrchen hier, die drücken voll hinter den Ohren. So. Aber es hat deswegen auch noch Special Occasion. So. Jetzt können wir aber da ran, das holen, was auch immer das ist. Notizen des Wachdienstes 1. Gehören Sie etwa der Krankenschwester von eben? Wahrscheinlich. Auch heute keine Veränderung. Sie schläft immer noch tief und fest. Das ist es, was mir Angst macht. Wie kann sie in diesem Zustand überleben? Ich konnte einen Blick auf die Aufzeichnungen ihrer Hirnströme sowie Herz- und Lungenfunktion werfen, die auf dem Schreibtisch des Doktors lagen. Ich weiß, sie ist am Leben. Hinter dieser Tür. Aber den Aufzeichnungen zufolge ist das eigentlich unmöglich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie eines Tages wieder die Augen öffnen wird. Ich weiß, ich sollte mich über die Genesung meiner Patientin freuen. Aber trotzdem bebt mein Herz vor Sorge. Ich habe Angst, dass, wenn sie ihre Augen öffnet, die Welt, wie ich sie kenne, in Scherben fällt. Thank you.
Nicht schon wieder die, oder? Hier ist drauf. Diese Tür? Da, wo wir nicht weiterkamen? Oh, Alter. Okay, warte, nee, hier wollte ich nicht hin. Voll krass. Voll krank. Wo ist eine Notiz jetzt hier? Das hier war, wo die hier unten einfach lag. Da kommen wir aber auch nicht rein, ne? Ich hab wollte übrigens gerade aufmachen, ne? Oh wow, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ist das unser Dad? Ich muss irgendwie mal backen, deswegen bin ich gerade so rar. Ja, alles gut. Habe ich schon irgendwie mitbekommen, dass du, glaube ich, gerade wächst. Wer ist der Typ denn auf einmal? Wo ist er? Was hat denn? Schnittkarren. Hier kommt jetzt die Elevator-Musik. Bist du verarscht? Oh, warte, oh. Wir müssen uns mal kurz wieder heilen. Heilen. Naja, weglaufen. Wir müssen nämlich uns umdrehen können. Nein, scheiße! Ah, verdammt, der kippt uns gerade immer. Shit, oh, fuck. Der ist voll stark! Oh Gott, ich glaube, wir werden jetzt hier gerade mal drauf gehen, ne? Wir hätten, glaube ich, nicht reingehen sollen. Oh, fuck. Scheiße, oh, wir kommen... Können wir einfach abhauen? Oh, Alter. Hat nicht geklappt. Scheiße. Egal, macht nicht. Okay, fuck it. Oh nein. Ich muss noch gucken, ob wir abhauen können. Wir können abhauen. Warte. Wir hauen mal ab. Wir können gegen den nichts machen. Der war voll stark, oh Gott. Da müssen wir irgendwie später nochmal. Der war auf einmal voll stark, ne? Das war, glaube ich, das war unser Dad. Der sah nämlich so aus wie unser Dad. Nur mit Maske auf. Ich glaube, der hätte man sich reinwagen sollen. Oh, Alter. Muss man jetzt, ich weiß aber, wo wir so eine Dings herkriegen noch. Wir laufen einfach gerade raus weiter. Wir haben uns mal noch so einen neuen Wiederbelebungsstein. Und dann holen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen Kräutermedizin. Wir haben durch den tatsächlich, also ich glaube, daran merkt man, dass der, glaube ich, echt schwer ist auch. Ordentlich was an Punkten nämlich auch bekommen. Und das, obwohl wir ihn, glaube ich, nur einmal getroffen haben. Einen konnten wir abhauen. Also das heißt aber, wir müssen den tatsächlich jetzt noch gar nicht besiegen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht, keine Pflicht. Warte.
Hier war noch so ein Wiederbelebungsstein, den holen wir uns jetzt mal. Somewhere. Den nehmen wir jetzt mal mit. So. Mach noch mal kurz speichern. Das war vor allem kein Raum, das war einfach nur ein Gang, Kero. Tatsächlich, ne? Der war wirklich, wirklich klein. Und vor allen Dingen, bis man den da dann gesehen hat, ist der schon längst im Angriffsmodus. So, warte. Schauen wir noch mal ein bisschen Kräuter, Midi. Hier noch mal eine neue. Da haben wir welche verschwendet, leider. Und hier hole ich mal noch Kräuter, Midi. So, haben wir wieder, zumindest wieder 18. So, da müssen wir lang. Ich muss ganz kurz gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder einen Spiegelstein. Perfekt. Jedenfalls hier lang. Okay, und hier geht's jetzt zur Klinik runter, okay. Überall diese ätzenden, widerlichen Masken, was soll denn das nur? Was? Wo denn? Ja, guck mal, da liegt was. Zehn rote Geiststeine. Ja, wenn dann dafür, aber... Ist ja auch gut. Die Stärke der Aufnahme nimmt kurzzeitig zu. Eigentlich gut, ne? Aber ich spare die wirklich mal jetzt erstmal noch weiter. Wir haben jetzt hier schon zwei komplette. Und wir sind ja noch sicherlich auch nochmal wieder definitiv nochmal bei der Asso. Also der Misaki. Was? Oh nö! Wer bist du denn jetzt schon? Da können wir dich anziehen, hallo? Da sind zwei I, was ist das denn? Wer sind das denn? Oh. So. Ist der andere? Hat ich niemanden. Wo denn? Wo ist er? Oh, da. Oh, der ist eklig. Den finde ich super eklig, den Typen, ne? Da? Nee, wo ist der andere? Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er denn? Warte mal. Ich hab mal ganz kurz wieder das andere Ohr. Nehme ich die jetzt oder bleibe ich bei der? Ach Mann. Weißt du was? Na, warte. Geh mal auf die hier. Oh fuck, was? Oh, okay. Oder auch nicht, cool. Da ist er, warte mal. Wir müssen ihn kurz. Wo ist der andere? Da ist er. Das interessiert ihn, glaube ich, nicht mehr, oder? Haben sie aber nochmal erwischt, ne? Warte. Wow! Mein Gott. Okay, war das er? Aber einer ist noch da. Oder nicht? Wo ist der andere denn noch? Der war doch noch nicht weg. Nee, der war auch noch nicht weg.
Jetzt lauf mal ein bisschen, ne? Ich weiß, wo der ist. Okay. Wo ist denn der andere? Hatten wir den anderen schon besiegt? Der erblüht war? Der war gefühlt noch länger da als der jetzt gerade. Ich hasse es, wenn zwei Geister kommen. Ich hasse das so. Mann, was soll denn das? Der eine Typ, der erblüht ist, ne? Der hatte dieses eklige Ding auf, was der Art, dieser Katakiri oder was war, der kleinen Misaki aufsetzen wollte, ne? Boah. Ich glaube, ich habe jetzt nur den 07er Film benutzt, ne, die ganze Zeit. Ich will jetzt mal versuchen, dass wir das ein bisschen sparen und wirklich nur für, keine Ahnung, weiß nicht, schwere Gegner jetzt, weil ich habe ja gesehen an den einen Gegner jetzt da, der sah aus wie unser Dad, nur als Geist, dass wir auch noch auf richtig schwere Geister treffen werden, offensichtlich. Ja, komische, Alter, das sah voll eklig aus mit der Maske, ey. Nee, warte. Wir haben auch jetzt einen neuen Drache. Der heißt hier Yuzo Takemura, heißt er. Ein Patient, der aufgrund eines an seinem Kopf angebrachten Apparates starb. Als Rachegeist leidet er noch heute Qualen im unterirdischen Labor. Oh, der Arme. Okay. Selbst Yuzo Takemura. Aber wir haben ihn zumindest gleich besiegt, ne? Also eigentlich taucht er jetzt, glaube ich, nicht mehr auf. Ich glaube, Erblüte tauchen gar nicht mehr auf. Ich will noch mal hier kurz gucken. Ja, wir haben den 07er benutzt gehabt. Vielleicht machen wir die doch stärker. Weißt du, vielleicht machen wir die doch stärker. Komm, warte. Scheiß drauf. Weil ich glaube, das war ziemlich gut, weil wir haben eben kurzzeitig eine ziemlich große Stärke, ne? Ich meine, der hat sowieso Stärke hier. Er hat besonders starke Aufnahmen. Stufe 1 aber nur. Und das glaube ich, wir verbessern das mal. Machen wir mal. Ich will jetzt noch mal gerne speichern. Ich weiß nämlich nicht, wo genau wir jetzt hier drin sind. Dann glaube ich noch mal ganz kurz zurück und speichern, ne? Wie viele Punkte hat es jetzt gegeben? Guck mal, wir sind schon bei 26.000, aber wir sammeln die Punkte jetzt auch erstmal wieder. Yay, dann geht's jetzt ab in die Klinik. Das ist ja mein Lieblingsteil, obwohl ich das hier mittlerweile auch nicht mehr so schön finde. Es nimmt sich beides nichts, es ist beides scheißgruselig. Ab in die Klinik. Eine Gravur eines Flammenmusters ist aufgestellt. Was sind wir hier? Irgendwelche gruseligen Masken hier schon wieder. Was haben wir mit ihren widerlichen Masken hier überall? Wir wollen doch damit 100 Pro irgendeinen scheiß Dämon oder sowas holen. Ein Grafikfehler, lul. Oh. Ah! Hast mich erwischt. Du hast mich erwischt. Was ist das? Willst du es nicht angucken, okay. Oh boy.
Ah. Okay. Erkunde den Keller der Heilbader-Klinik. Lass mich raten, kommen wir nirgendwo anders rein, oder? Oh doch, wir kommen hier irgendwo rein. Oh Gott. Das ist eine gute Idee. Alter, ist das dunkel hier. Hier gehe ich nicht weiter, es ist voll dunkel. Ah ne, es ist hell geworden, okay. Mal gucken, ob hier irgendwo was Schönes ist. Na, wo denn? Wo denn, wo denn? Wo ist sie denn? Wo denn? Wo ist sie denn? Hä? Ach, da. Schon wieder, ne? Und sie erblüht. Okay, alles klar. Wo ist sie? Da ist sie. Aber besiegt. Okay. Damit ist sie jedenfalls aber auch endlich weg. Oh, krass. Gegen die haben wir auch schon öfter mal gekämpft. Fototechnisch. Aber nicht nur mit den Fotomädels, sondern auch mit dem Polizisten auch schon. Wo gehört sie? Genau, die Natsuki Siono erblüht. Wenn eine Patientin die Angst davor hat, ihr selbst zu verlieren. Ja, ich glaube, das erste Mal haben wir in der Anstalt gegen sie gekämpft. Es ist alles gruselig hier. Oh, sehe ich nicht. Hier ist nichts weiter. Okay, hätte sein können, dass hier wieder was ist. Also in der Klinik will ich mich eigentlich wirklich am wenigsten gern umgucken. Aber wir haben in der Anstalt gesehen, dass es echt sein kann, dass man hier öfter mal dann einfach was noch an Krempel, an Geistersteinen finden kann. Warte, ich will hier rein. Warte, hier war noch was irgendwo. Da. Was denn? Okay, was denn jetzt? Was war denn das jetzt? Das war ja gruselig. Okay, wir haben aber Weihwasser erhalten. Alter. Sag doch, jetzt kommt noch wieder irgend so ein Scheißgeist, der uns erstmal von unten angreift, ungeilerweise. Wir laufen jetzt erstmal hier runter und speichern. Dann laufen wir nochmal oben lang. Ich will es erstmal speichern. Das muss jetzt sein. Vielleicht erkunden wir auch einfach mit den Polizisten weiter. Warte mal. Hier genau. Wir laufen jetzt erstmal hier speichern. Können wir hier eigentlich herausgehen? Ich probiere mal gleich kurz. Obwohl ich nicht weiß, ob wir dann wieder hier hochkommen, ne? Mal kurz gucken. Wie hier rauskommen. Nee, ist leider zu. Schade. Okay, wir laufen nochmal hoch.
Ich weiß halt nicht, ob irgend noch was liegt. Wir können doch da jetzt ganz umsonst rumlaufen. Ich will ganz umsonst den ganzen Stress hier machen. Ja. Ja. Herrlich. So. Ich soll mir eine Bohne essen. Natürlich. Hier können wir eh nicht rein. Warte. Okay, wir können hier eh nicht rein. Gut. Sind wir umsonst hochgelaufen? Dann kann ich auch erstmal eine Bohne essen. Oh Gott, na gucken. Oh warte, dann brauche ich aber vorher. Warte mal. Ich muss mir mal ganz kurz. Ich muss mir mal ganz kurz Dingens holen. Also. Ein Tuch. So, schnell ein Papiertuch organisiert und dann essen wir jetzt wieder eine Bohne. So, was haben wir denn jetzt? Das könnte wieder irgendwas Ekliges sein. Wahrscheinlich wieder schwarzer Pfeffer. Die ist nämlich schon wieder weiß mit so Punkten drauf. Warte, Kamera. Na, kannst du so anvisieren? Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Visiere die Bohne. Oder nicht. Egal. So, mal gucken. Ja, es ist wieder schwarzer Pfeffer. Boah, Alter. Das ist so krass. Boah. Aber die kann man wenigstens essen. Also auch aufessen. Es ist nur sehr unangenehm. Was? Sehr cool. Schwarzer Pfeffer schon wieder. Wo geht's denn in den Keller? Warte mal. Lass mal wieder ein Bonbon hinterher. Wir sind jetzt hier. Hier geht's nur nach oben. Hier runter, ha? Hier sollen wir wahrscheinlich hin, ja. Okay. Aber können wir auch hier lang? Ich glaube aber, das bringt uns nichts. Da ging es zwar runter. Aber warte, wenn das das Büro... Doch, hier müssen wir runter. Oder? Hm. Hintertür. Unterlagenarchiv. Ich kann mal überlegen, ob wir hier schon mal runter sind. Weil ich weiß, müssen wir nicht hier lang? Im Büro des Direktors oder müssen wir hier lang? Lauf mal erst hier lang, oder? Ahnung, wo wir jetzt nochmal runterkommen, genau. Ich glaube, es ging beide Seiten runter. Okay, der Operationssaal. Ja, aber glaube ich gar nicht lang, oder? Oder? Aber da steht Notausgang.
Dann war das das nicht. Dann müssen wir die andere Seite lang. Dann sind wir hier falsch gewesen. So. Das war dann der falsche Weg. Na, komm, lauf. Und den Haaren ist auch eklig. Dann laufen wir die andere Seite lang. Ich speichere trotzdem nochmal. Aber nur beim beim Vorbeilaufen, so. Einmal gespeichert. Ist irgendwo was? Ah, da. Ach, 3 Geizsteine. Schön. Nehmen wir mit. Wollen wir gerade dann irgendwas verbessern? Nee, nee. 11 haben wir jetzt erst. Wir könnten die als Option, aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Ich will jetzt erstmal, glaube ich, erst wirklich die 3 Sachen hier mal wieder weiter verarbeiten. Dass wir unsere Kamera, wir müssen unsere Kamera einfach stärker kriegen. Ich glaube, das war einfach keine gute Idee hiermit. Ich hätte die weiter sparen sollen, weil wir brauchen jetzt mehr Kraft auf jeden Fall. Wir haben zu wenig Kraft mit der Kamera. Ich glaube, die von der Misaki, die ist schon sehr, sehr cool. Die ist schon sehr hochgepowert. Aber von ihr, die ist halt auch leider noch... Warte, wir müssen, glaube ich, da rein, ne? Na, hatten wir die schon? Er hatte mich erinnert. Also in der Aufnahme gesehen gehabt, aber... Weil ich kann mir immer nicht merken, ob ich die schon geholt hatte jetzt oder nicht. Wir können da nochmal reingucken. Ins Schwestern, ins Empfangszimmer sozusagen. Hier noch irgendwas mitnehmen können. Aber wahrscheinlich nicht. Hatten wir die Puppe da auch schon? Offensichtlich. Okay. Gut. Dann da weiter. Können wir nochmal lang gucken? Irgendwie was ist? Was interessant wäre? Nur weil, hatten wir die alle schon gesehen, ja? Die sehen auf einmal so offensichtlich aus. Aber offenbar haben wir die auch schon gefunden gehabt. Gut, hier weiter. Da ist nichts. So, da unten war ja zu. Wir müssen ja hier runter. Jetzt wieder. Noch hier? Aber war hier auch was? Ist hier irgendwo was? Ah, tatsächlich. Film 90. Oha. Wir haben einen 90-Filmtyp. Ach, krass. Okay, es gibt noch bessere Filmtypen. Okay, aber das ist auf jeden Fall äußerst niedrig. Das ist äußerst schwach.
ein normaler Film, niedrige Stärke und langer Ladezeit, aber eben schon besser als der. Ein hocheffektiver Film, hohe Stärke, aber durchschnittliche Ladezeit. Der neueste Typ Film, hohe Stärke und kurze Ladezeit. Oh, das ist der beste. Das ist der beste, den wir kriegen können. Wir können noch, wir haben auch jetzt gerade mal wieder gefunden, den werden wir so oft nicht benutzen. Den müssen wir uns auf jeden Fall aufheben. Für richtig, richtig starke Gegner. Okay, hier ist ein Bär gezeigt. Okay, der leuchten kann. Ja gut, konnte ich jetzt nicht sehen. Hier ist bei mir ist sehr viel heller als an der Tür. Okay. Ein Elch. Ich korrigiere mich. Ein Elch, der leuchten kann und auch singt. So. Okay, warte mal. Auf der Anzeige der Gegensprechanlage sind Zahlen zu sehen. Jetzt haben wir nämlich wieder aufgemacht. Müsst ihr nicht aber eigentlich auch irgendwo so eine Puppi sein? Könnte denn die denn hier versteckt sein? Das ist auch so eine eklige Maske. Die haben alle diese widerlichen Masken verehrt. Ist doch ekelhaft. Warte, da drin in der... Hatten wir die schon? Ja. Die hatten wir auch schon. Die haben wir alle schon gefunden. Ach krass. Gut, dann mal runter. Stimmt, eine gute Idee, wenn wir da jetzt auch einfach auffolgen. Also da, wo schon der Polizist hingang ging, ne? Hier ist nicht zufällig noch irgendwas Schönes für uns versteckt, was wir mitnehmen können. Ja. Gut, dann laufen wir mal hier lang. Was, heute wird dein Laptop wohl auch nicht so richtig? Warum das nicht? Das bin ich schon zum zweiten Mal eingefroren. Naja, gut, das passiert halt manchmal. Hatte ich gestern aber auch relativ häufig. Muss ich sagen. Bin ich jetzt eigentlich dann langsam mal zu den Polizisten kommen? Ich weiß nicht, wie sind denn die unterschiedlichen Seiten? Gut, er kam ja später erst, ne? Weil unsere Mutter hat ihn ja hinterher geschickt. Coco. Kono nioi. Zutto toki ga tomatte iru yona. Und wir sind wieder durch. Wir haben das Kapitel doch noch geschafft. Ach krass. Oha. Nee, was? Das will jetzt bei mir gar nicht mehr. Okay, friert immer wieder ein. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Warte mal, die Chatbox ist schon aus. Warum ist die aus? So. Das ist ja doof. Aber wir haben das Kapitel jetzt sowieso durch. Hier für erstmal. Ich speichere das mal eben. Schönes Bild. So, warte. Nein. Ich würde tatsächlich dann auch... Passt tatsächlich ganz gut. Wir hätten zwar jetzt eigentlich noch 7 Minuten, aber ich würde für 7 Minuten jetzt kein neues Kapitel anfangen, würde ich sagen. Wir haben tatsächlich in den 3 Stunden dann aber auch dafür geschafft, dieses Kapitel hier komplett durchzuspielen.
Das hätten wir ja dann offensichtlich in 2 Stunden nicht geschafft. Und dann machen wir wieder, dann mache ich nämlich hier wieder einen Cut und dann machen wir im nächsten Stream dann mit dem nächsten Kapitel weiter. Hoffentlich dann mal wieder mit dem Polizisten. Mal gucken. Dann nimmst du die letzten 15 Minuten nächstes Mal mit dazu. Ich überleg's mir. 15 Minuten? Warte. Oh, stimmt, ja, weil ich auf die okay. Ich habe woanders hingeguckt. Ich habe auf die Streaming-Zeit geguckt. Eigentlich muss ich nach der Streaming-Zeit gehen. Aber nee, hast recht. Ich guck da. Ich weiß gar nicht, ob ich rechtzeitig angefangen habe. Aber gut, okay. Dann nehmen wir die nächsten 15 Minuten dann beim nächsten Mal mit ins neue Kapitel. Okay, gut. Auf YouTube bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und das nächste Kapitel startet dann in der nächsten Folge.